Servus Leute und herzlich willkommen bei der nächsten Podcast-Folge von Future Rounded. Mein Name ist Jakub Popluha und ich bin der Host von Navigating the Courts. Was? Seitdem wir bei Spotify sind, wollten wir auch einen gescheiten Namen haben, weil wir euch ein bisschen erläutern möchten, gleich mit dem Namen, was wir hier einfach versuchen zu machen. Ihr wisst, dass unsere erste Staffel auf YouTube angefangen hat. Die Videos sind immer noch da, aber gleichzeitig auch auf Spotify, weil mein Gedanke war, dass ich viel lernen will. Und ich will viel lernen von anderen Menschen, die richtig gut drin sind, was die machen in diesem Fall Rounded-Spielen, aber auch als Rounded-Organisation, Mitarbeiter und solche Geschichten. Mein Gast heute ist Jonathan Haare, das Wunderkind aus Deutschland. Bereits mit 17 Jahren spielte er schon auf dem höchsten europäischen Level, weil er gleich bei seinem ersten Turnier bei der ETS, European Rounded Tour Series, in Barcelona gleich ins Halbfinale mit seinem Partner Lukas Christian gekommen ist. Was ist danach passiert, erklärt er selber. Ich war sehr neugierig, was im Kopf von diesem jungen Mann abgeht, weil nicht jeder 17-Jährige so eine große Herausforderung oder so große Ziele hat wie er. Er teilt uns auch seine Ziele mit und ich habe ihm ganz genau über sein Training gefragt, seine Einstellung, wie kam er zum Rounded. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht das erste Gespräch von mir und Jonathan online bzw. in Podcast wird oder war. Ja, wie ihr merkt, mein Deutsch ist auch ein bisschen rusty, muss man schon sagen. Aber ich will weiterhin diese Podcasts auch auf Deutsch aufnehmen mit den deutschen, österreichischen, Schweizer Spieler und Spielerinnen, weil ich das wichtig finde, dass wir auch für uns im deutschsprachigen Raum authentischen Podcast, gemeinsam mit Podcast for Rounded German natürlich, haben, was sich mehr auf andere Sachen konzentriert. Ich bin wirklich mit Jonathan in die Tiefe gegangen. Ich bin, muss sagen, richtig beeindruckt mit seiner Einstellung und sein Gehirn. Und ich glaube, jeder kann von Jonathan tatsächlich einiges lernen. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören oder Zuschauen und einfach Attacke. Future Rounded. Servus Jonathan, schön, dass du da bist. Danke, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, weil es ist nicht jeden Tag, dass ich einen, ich glaube, ich kann sagen, Jugendlichen bei Podcast habe, der auch gleichzeitig ein Top-Rounded-Spieler ist. Und ich habe sehr viele Fragen, weil ich mir teilweise natürlich wünsche, dass ich Rounded auch so jung gefunden hätte. Also vielleicht kommen wir gleich, also für die Leute, die dich noch nicht so gut kennen, könntest du dich noch kurz vorstellen, also ist nicht die Erfolge, das mache ich, dann siehst du besser aus. Wenn ich die aufzähle, also die habe ich hier natürlich vorbereitet. Aber für die Leute, die jetzt nicht kennen, vielleicht aus der Schweiz oder Österreich, wer ist Jonathan Haare? Ja, also hallo, ich bin Jonathan Haare. Ich bin 17 Jahre alt, werde dieses Jahr 18, wohne in Deutschland, in einem kleinen Dorf, also jetzt nicht wirklich in einer großen Stadt, und gehe noch zur Schule in die 12. Klasse und mache gerade mein Abitur. Ja. Okay, also ich könnte dein Lehrer sein. Theoretisch und auch praktisch. Du kannst ein Lehrer sein. Genau, ich glaube, du wärst nicht der Jüngste. Das muss ich an meinen ehemaligen Schüler schicken, als Inspiration, dass man auch gut in Rounded werden kann. Wir hatten nämlich auch Rounded AG, als ich unterrichtet habe. War auch sehr populär. Cool, sehr cool. Von der 5. bis 8. Klasse. Und wow. Die Jungs hatten, also separat natürlich, und die Mädels. Also das war schon richtig cool. Hey, cool. Ich hatte auch mal zu uns Sets mit in die Schule gebracht, aber da ging es so von der Motivation her bei vielen, aber cool, ey. Ja. Was war das Problem oder warum denkst du, dass die nicht so heiß drauf waren? Ich bin im Sportleistungskurs bei mir in der Schule und da mein Lehrer hatte richtig Bock darauf. Der hat mich gefragt, ob ich da mal was mitbringen kann und dann habe ich halt die Sets mitgebracht und dann haben wir einfach mal eine Sportstunde so gemacht, gestaltet. Und ich denke einfach, da hatten viele nicht so viel Spaß dran, weil die mehr so in andere, das waren größtenteils Fußballer und
dann ist, glaube ich, für die Ballsportart mit der Hand nicht wirklich so interessant gewesen, weil die vor allem richtig fokussiert waren auf Fußball. Und ich denke vielleicht, weil nicht so richtig Spiel zusammengekommen ist bei manchen. Ja, aber ich denke, also ich habe auch mal, 3, 4 Leuten hat es richtig viel Spaß gemacht. Die sind dann auch öfter zu uns zum Training gekommen. Und die sind dann auch relativ schnell richtig gut geworden, aber haben dann wieder aufgehört. Aber es liegt halt so daran, ich glaube, wenn man Grundeinstellung hat, dass man so positiv rangeht, dann denke ich schon, dass da Leute gut Spaß entwickeln können. Aber ich glaube, die waren von Anfang an so ein bisschen, ja, darauf habe ich jetzt eher nicht so viel Bock. Lass mal lieber Basketball spielen, Fußball spielen. Aber ja, war die Stunde dann nicht so ganz so erfolgreich, wie der Lehrer sich das auch vorgestellt Ja, hat. das kann dem Lehrer passieren. Ja. Natürlich, das war auch bei mir der Fall, ist nicht bei Rounet, aber natürlich bei anderen oder an den Unterrichtsstunden. Es ist interessant, was du sagst, weil zum Beispiel als Fun Fact, also von Fußball kommt von vielen auch einer von der besten Rounet-Spieler der Geschichte, der Tyler Cizek, der war Ja. Fußballer. Levi Van Dale, der dieses Jahr Ja. bereits zweifache ETS-Sieger, auch vom Fußball. Also, ich will da jetzt ein bisschen vielleicht mehr rein, weil mir das als Sportler sehr interessiert. Ich glaube, das ist die Problematik, die öfters vorkommt. Okay, wir haben vielleicht die Sets, die Schulen kaufen auch die Sets, weil die Sportler das richtig cool finden. Aber selten kommt Spaß bzw. Spiel zustande. Und bei euch war das schon 12. Klasse. Also, ihr habt das auch Ja. koordinativ, solltet ihr schon relativ drauf haben. Meine Ja, Frage auf ist, jeden Fall. habt ihr Ballkontrolle oder Ballgefühlübungen gemacht? Ja, also ich hatte so am Anfang einfach die Basic-Sachen. Also ich habe dann so ein bisschen mehr dem Lehrer so gesagt, was man machen kann. Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, lass am Anfang erstmal ein paar Sets machen, dass sie einfach Ballkontrolle bekommen. Und ich glaube, ganz zum Schluss haben wir dann angefangen zu spielen. Aber ja, also bei vielen hat es eigentlich relativ gut funktioniert. Deswegen habe ich mich auch gewundert, dass bei denen nicht so viel Spiel zustande gekommen ist. Aber ich glaube, das war deren Grundeinstellung mehr, dass sie da einfach ja lustlos faul waren. Ja. Okay, weil natürlich, wenn man die gute Übung an der Ballkontrolle macht, man hat auch nicht oft so viele Bälle. Idealfall hast du natürlich hier einen Ball pro Person oder für zwei. Ja, das hatte ich auf jeden Fall dabei. Was ich gerne mache, aber es geht darum, die Touches zu generieren. Ja, Ja, weil auf jeden Fall. das Schwierige, zum Beispiel aus meiner Erfahrung, ist immer, also der Set. Das heißt, annehmen kann man, aber dann den Ball richtig zu setten Richtung Netz, ist wirklich sehr, sehr schwer und ich habe da so viele verschiedene, also ich könnte, ich glaube, darüber ein kurzes Buch schreiben, Übungen, Variationen ausprobiert und am besten ist zum Beispiel erstmal mit Werfen. Und Ah, weil, okay, fangen und werfen. genau, also nur den Set, also je nachdem, also wie das Level ist, aber du kannst damit sehr viel spielen, zum Beispiel auch sowieso am Anfang nur mit Fangen, um quasi ein bisschen Spiel zu verstehen, aber dann statt Fangen, du nimmst an, quasi ein Touch. Und dann fängst du und dann kannst du werfen oder du Ah, wirfst dich okay. selber an, spielst du dem anderen, um einfach mehr und mehr und mehr Touches zu bekommen. Aber wie gesagt, dafür habe ich auch oder haben wir auch bei Future einige Videos gedreht, Ballkontrolle bei Mallorca. Also Ja. das ist natürlich dann anderes Thema, ein Thema für sich. Also hat nicht so gut geklappt. Ja, ist oft schwierig. Ich glaube, der perfekte Weg dafür wurde auf jeden Fall noch nicht gefunden, wie man das gut vermitteln kann. Wie war es bei dir? Weil ich meine, mit 17, du spielst schon seit länger laut Round the Germany Player Zone. Seit 2020 waren deine erste Turnier Ja. 21, Entschuldigung. Also Ja, da im warst du Dezember. 14. Wie kamst du zum Rounet? Ein Freund von mir und mein Cousin, die hatten einfach mal ein Set mitgebracht. Silas Nickeister, mit dem habe ich auch schon ein Turnier gespielt. Ja, und dann haben die mich gefragt, ob ich mal Bock hätte zu spielen, und dann haben wir bei uns im Hof für das Set aufgestellt und angefangen zu spielen. Auch mein kleiner Bruder war noch dabei, Niklas. Und ja, da so hat es angefangen. Ich habe relativ schnell Spaß daran gefunden. Oder eigentlich direkt Spaß dran gefunden. Und dann haben wir uns dann, das war so, wann war das?
Das war so Anfang des Jahres, als es noch relativ kalt war, 2022. Und dann im Sommer haben wir uns regelmäßig so getroffen auf dem Sportplatz und haben immer wieder gespielt. Teilweise haben wir uns dann auch wirklich schon fast den ganzen Tag getroffen sogar. Ja, und seitdem habe ich dann angefangen zu zocken. Und dann, wie du gesagt hast, im Dezember da das erste Turnier. Und wie war der Schritt von, okay, ich zocke jetzt in meinem Dorf mit meiner Familie, mit meinen Kumpels, so, okay, ich will jetzt zum Turnier fahren. Hast du gegoogelt, dann Round Germany gefunden oder per YouTube? Weil da muss man auch jetzt mal kommen. Ja, richtig. Also, ich hatte am Anfang wusste ich überhaupt nicht, dass es Turniere gibt. Also, ich glaube, das ist auch bei vielen so, die anfangen, die wissen gar nicht, okay, da gibt es schon so Turniere für. Aber der Silas und seine Schwester Hanna, die hatten da schon ein bisschen mehr sich damit auseinandergesetzt gehabt. Und dann war da ein Fun-Turnier in Köln. Und da hatte Silas sich mit seinem Freund angemeldet. Und dann meinte Hanna, ja, hast du auch mal Bock da zu spielen? Ich dachte so, ja, okay, warum nicht? Und dann haben wir uns angemeldet, sind leider nicht reingekommen. Und dann war das nächste Turnier halt in Burbach, so ein Mix-Turnier. Und da haben wir uns dann auch angemeldet, sind reingekommen. Ja, also das war auch durch die, bin ich da reingekommen, dass die da, wie gesagt, gezeigt haben, ja, hier gibt es Roundnet Germany, die leiten das und veranstalten viele Turniere. Und ab dann habe ich angefangen. Wenn du sagst, du bist nicht reingekommen, meinst du, dass das Turnier schon ausverkauft war oder Ja, war genau, das? also es war ein Lostopf und das war dann voll. Also sind nicht reingekommen, waren auf der Warteliste. Okay, weil das ist natürlich auch immer das Thema, was man mit Round Germany oder auch in Europa oft diskutiert. Okay, Lost of First Come, First Served. Wir wollen, dass die Besten immer spielen können, weil natürlich. Also bei dir war das nicht der Fall, aber ich kann mir vorstellen, dass bei vielen, wenn die da nicht das erste Mal rankommen, vielleicht geben die ja auch auf, Ja, oder? das kann ich mir auch vorstellen. Also mein kleiner Bruder, der hat sich jetzt auch für zwei Turniere in Deutschland angemeldet und ist beide Male nicht reingekommen, auf die Warteliste gekommen. Aber also bei dem ist die Motivation jetzt nicht gefallen. Aber das ist schon, das er nicht, also er drückt einen schon. Also wenn man immer auf der Warteliste landet. Ich glaube, letztes Jahr war das mit Willy Wonka auch so, dass sie sich da für die Turniere angemeldet haben, einfach nicht reingekommen sind. Ich glaube, das ist schon sehr nervig. Okay, du hast gemeint, dass du mit deinem Bruder spielen wolltest, beziehungsweise dass dein Bruder spielen wollte. Wie alt ist der jetzt? Niklas ist jetzt 15 Und Jahre, der ist 2009 geboren. ich sehe, dass ihr auch schon sogar deutsche Meisterschaft zusammengespielt habt, weil da war ein Ergebnis, 60. Platz. Das ist sehr anders als die Plätze, die danach folgen. Da habe ich mir kurz gedacht, okay, da muss ich das genauer anschauen. Was ist die Geschichte? Es ist natürlich super cool, mit eigenem Bruder zu spielen, aber was sind jetzt vielleicht deine Ziele oder eure Ziele als Team? Weil das muss irgendwo bestimmt im Hinterkopf sein. Ja, also ich hatte eigentlich gar nicht vor, mit Niki die deutschen Nationalmannschaften zu spielen. Ich hatte mit Noah Röber gespielt. Das war auch einer, der mit uns viel gespielt hat am Anfang. Aber der hat sich vor den deutschen, ich glaube, wir hatten in Leipzig einmal zusammen gespielt, ein Advanced, mein erstes Advanced Pro Turnier, und da sind wir Neunter geworden in Leipzig. Das war richtig cool. Also der war auch eigentlich echt sehr gut. Und ich hatte dann vor, die deutsche Meisterschaft mit dem zu spielen, aber der hatte sich leider an der Schulter verletzt, beziehungsweise wahrscheinlich durch Roundnet-Spielen einfach Verletzungen gehabt. Und dann, ja, habe ich mit meinem kleinen Bruder gespielt. Der hat leider auch schon Schulterprobleme wahrscheinlich davon. Wird auf jeden Fall besser, aber dann haben wir halt spontan zusammen gespielt und der Niki war leider ziemlich eingeschränkt wegen seiner Schulter, also der hat schon gut wehgetan teilweise und ja, wir waren zu dem Zeitpunkt, war ich nicht so gut, dass ich Niki da durch das Turnier tragen konnte und dann durch Nikis Schulter, ja, konnten wir da wirklich nichts leisten und dann sind wir 65. da, hast du gesagt, 65. geworden, 60. 60. 60. geworden, ja. Geil. Ja, aber sonst, ich hätte auf jeden Fall sehr viel Lust, mit Niki irgendwann mal zu spielen. Ich hoffe, dass, also ich denke, der wird sich jetzt immer weiterentwickeln und immer besser werden. Niklas ist auch schon richtig gut geworden. Sein Serving-Game ist echt krass. Und sonst im Spiel eigentlich auch echt solide. Nur zu Turnier, er muss auch Turniererfahrungen sammeln.
Und da, ich denke mal, das wird 1,5 Jahre dauern, da wird er auf richtig gutem Niveau spielen. Und dann hätte ich mal richtig Bock, mit dem richtig anzugreifen. Aber bis dahin muss er auf jeden Fall noch seine Schulter in Ordnung bringen und ja, ordentlich trainieren. Jetzt, als du es erzählt hast, hast du gesagt, da war ich noch nicht so gut. Und ich meine, ich bin der Mr. Humble, wie die Leute, die mich kennen, halt immer schätzen. Ich bin der bescheidenste Mensch, den du kennst. Sowieso. Das ist jetzt nicht so gemeint, sondern wann hast du realisiert, okay, ich bin gut, ich bin nicht schlecht? Weil bei den Ergebnissen, wenn man sich das jetzt bei Playerzone anschaut, also klar kommt dann die deutsche Raunmeisterschaft, 22, 60. Dann Advanced Mixed, okay, 10. Platz und dann geht es los mit 5, 7, 9 und am Ende des Jahres 2022 erstes Turniersieg in Open Division und danach 23 sind das in der Regel immer Viertelfinale, also die meiste Zeit 2. Platz, 1. Platz, 5, 5 und so weiter und so fort. Also gab es einen Moment, wo du dachtest, okay, vielleicht bin ich nicht so schlecht, also bin ich ziemlich gut. Boah, ich muss sagen, bevor ich das erste Turnier gespielt habe, habe ich schon gedacht, boah, wir sind so gut. Wir haben Chancen, das Turnier zu gewinnen. Ich glaube, das ist so jeder, der so von seiner Ja. Clique kommt und denkt so, boah, wir gehen jetzt auf das Turnier und nehmen da alles auseinander. Und da haben wir dann erstmal so, wurden wir erstmal wieder in die Realität zurückgeschossen. Und dann, ja, habe ich eigentlich immer trainiert und ich fand, das hat sich so ein bisschen eingeschlichen, dass ich so. Es gab nicht so einen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt denke ich mir, oh, ich bin echt gut, sondern ich dachte immer, ich habe das Potenzial und Chance, zum Beispiel auf dem Pro-Status, das war letztes Jahr, dass ich mit denen da spielen kann. Und ja, irgendwann hat es dann halt funktioniert. Ich glaube, in Hameln habe ich mit denen da gespielt, mit Luca Hades. Und ich fand, das kam so einschleichend. Ich habe jetzt nicht so einen Moment gehabt, wo ich sage, boah, ich bin echt gut, sondern ja, hat sich so eingeschlichen mehr. Okay, weil wir fast vorhin, wir schauen jetzt gerade in die Gegenwart, weil du von mehreren Turnieren zurückkommst. Also ist in den letzten paar Tagen Köln Trophy, der Viertelfinale raus, vorher dritter Platz bei Indoor Masters und natürlich ITS Barcelona. Und da will ich natürlich ein bisschen mehr wissen, weil das war ja dein erstes europäisches Turnier bei European Tour Series, Round Tour Series. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen eine andere Nummer oder sollte. Aber scheint jetzt nicht so sein von den Ergebnissen. Ich habe das aus der Ferne beobachtet. Du hast ja mit Lukas Cristiani gespielt. Also vielleicht, lass uns vielleicht über den Tag hin. Also wie war der Tag? Also Barcelona auch mit der Anreise komplett. Weil das war, ich glaube, eine ganz neue Erfahrung für dich, oder? Auf jeden Fall. Es war jetzt auch tatsächlich mit Barcelona, war es das zweite Mal, dass ich in meinem Leben richtig geflogen bin. Okay. Also ich bin letztes Jahr das erste Mal in Urlaub geflogen, also hin und zurück nach Tunesien. Und dann dieses Jahr das erste Mal dann auch alleine nach Barcelona. Da habe ich mir dann auch zusammen mit Lukas sofort abgesprochen, okay, ich werde mit euch fliegen, sonst kriege ich das nicht hin. Ja, und habe auch zusammen mit denen dann Flug gebucht. Also das ist alles schon noch ziemlich neu für mich gewesen. Und ist auch noch alles immer noch sehr unbekannt. Ist wie wenn man das erste Mal auf den Bahnhof kommt und man kennt das nicht. Und genau, das war echt aufregend eigentlich. Wir sind am Freitag hingeflogen, also am Tag vom Turniertag. Sind abends angekommen, haben dann noch ein bisschen gequatscht in der Wohnung, in der wir geschlafen haben. Ein bisschen Zeit verbracht mit anderen Schweizern, die auch mit uns geschlafen haben. Und dann am nächsten Tag ging es schon los. Und so an Über, sich. wenn ich dir unterbrechen darf, worüber habt ihr gequatscht am Freitag? Erwartungen, Gameplay oder einfach Spaß haben? Aber wir haben tatsächlich einfach wirklich Spaß gehabt, ja. Ich denke, wir sind beide mit einem Mindset reingegangen, okay, hier können wir wirklich, wir können wirklich gut was reißen in dem Turnier. Ich gehe immer wenn ich in ein Turnier reingehe, gehe ich immer mit dem Mindset rein, okay, wir gewinnen das. Und das hatte ich eigentlich auch gedacht, dass wir das gewinnen.
Okay, das ist schon ein bisschen ballsy bei dem ersten European Running Tour Series gehen. Okay, ich gehe da zu gewinnen, aber man fliegt nicht nach Barcelona, um teilzunehmen. Das ist ja auch klar. Richtig. Ich gehe auf kein Turnier, um da zu sagen, okay, hier verliere ich, sondern ich möchte gewinnen. Also ist eine Grundeinstellung, soll überhaupt nicht überheblich klingen oder so, sondern das ist einfach mehr für mich, dass ich sage, okay, ich möchte hier wirklich auch mich anstrengen und versuchen, das Beste rauszuholen, weil ja, wenn ich das Mindset habe, okay, ich möchte das gewinnen, dann strenge ich mich auch wirklich an. Ja, aber in den Tag allgemein bin ich eigentlich nicht mit Erwartungen reingegangen, sondern nur mit diesem einen Ziel. Wir haben einfach versucht, dann, als wir das Turnier dann losgingen, unsere Sideouts durchzuspielen, sind auch relativ schnell eigentlich reingekommen in das Spiel. Und das hat richtig Bock gemacht. In der Gruppenphase haben wir 1-1 gegen die Drittplatzierten gespielt, also gegen Auxence und Ramon. Schweiz und Und Frankreich. genau. Und dann haben wir noch 1-1 gegen Bazzani Bosotti gespielt, gegen die beiden Italiener. Die waren jetzt am letzten Wochen in Köln sogar Zweite, haben Ja, nur gegen genau. das Sima verloren. Also auf jeden Fall sehr, sehr starke Mannschaft. In Super Prag, stark, ja. Dezember 23, sind ja auch Zweite geworden, die Jungs. Also Ja. die steigen auch auf jeden Fall. Übel, ja, die sind richtig stark. Ja, und dann hatten wir noch zwei Italiener in der Gruppe, die haben wir dann, gegen die haben wir dann 2-0 gewonnen in Sätzen. Und ja, dann hatten wir eigentlich eine relativ gute Ausgangsposition. Und dann haben wir im nächsten Spiel, das war das 16. Finale, glaube ich. Genau, gegen die Schweizer, Pocknesi, also Jonas und Luke, also Schweizer Nationalmannschaft-Team. Ah, nee, das war das 8. Finale. Im 16. Finale haben wir gegen den Dänen Matthias gespielt, heißt er Ja, Matthias? Und genau, einen den hier. Spanier, ich glaube Tau ist er oder irgendwie so hieß er. Garcia, Ja, ja. und da das Match hat mir eigentlich relativ confident durchgespielt und haben das eigentlich auch relativ deutlich gewonnen, glaube ich. Und dann das Viertelfinale gegen die beiden Schweizer war im ersten Satz ziemlich spannend. Die haben richtig gut gespielt. Und im zweiten Satz haben wir dann, also wir haben den ersten Satz gewonnen, den zweiten Satz auch. Das war dann alles ziemlich cool, weil der ganze Turniertag eigentlich so lief, wie wir uns das gedacht haben, außer halt in der Gruppenphase, dass wir da 2 Sätze abgegeben haben. Aber das passiert gegen gute Gegner. Okay, und jetzt hast du schon vorher mit Lukas ein Turnier gespielt? Ja, wir hatten in Marburg letztes Jahr zusammen ein Masters gespielt, ein Advanced-Turnier. Die Advanced-Könige, die sich da die RGX-Punkte holen. Und ich brauche den nicht, weil da ist der Lukas Christian, der Experte. Ich will mit ihm darüber auf jeden Fall reden. Ja, unser Plan war eigentlich, also wir hatten uns für Advanced angemeldet und haben uns dann beide in der Zeit, wo wir angemeldet waren, den Pro-Status geholt. Und dann wollten wir noch in die Pro Division rein, aber sind leider nicht mehr reingekommen, weil es voll war. Und dann durften wir aber trotzdem noch in der Advanced Division halt bei dem Pro Status spielen, weil wir halt schon angemeldet waren ohne Pro Status vorher. Und ja, dann haben wir das gewonnen. Okay, wir kommen jetzt zu Barcelona. Ihr seid im Viertelfinale gegen Synchronized. Ein Team, was viele Deutsche nicht kennen werden. Also ein Teil kennt ihr vielleicht, das ist der Gabriel aus Graz. Auch groß, relativ lange, also lange Arme wie Kevin Durant. Und er spielte mit einem Kanadier, Jay, mit einem Linkshänder. Und um Leute jetzt zu verstehen, also was. Wie das gelaufen ist. Gabriel war in Amerika im Oktober bei der STS Championship, hat da mit Jay zusammengespielt und die sind Dritte in Premier Division ge geworden. Das heißt, man hatte 16 Pro-Spieler, also Pro-Teams, da war auch eins Dreger Sima und Benny und Nelson, Powerline und dann andere, ich glaube, 40 oder 50 beste Teams Amerikas und da ist ein Europäer mit einem Kanadier, also auch sehr überraschend Dritte geworden. Aber ich nehme an, das hast du nicht gewusst, oder? Doch, das habe ich Doch. gewusst. Ja. Okay. Ja. Das hatte ich auch verfolgt gehabt. Ich wollte auch zum Anfang sagen, bevor ich, also ich wollte auch sagen, allgemein zu dem Turnier, dass ich das, was für mich auch teilweise auch alles neue Gegner waren und dass es auch echt spannend war, so komplett gegen neue Leute zu spielen, die ich gar nicht kannte.
weil das ja auch einfach ein Turnier war, okay, wie schnell schaffe ich es, mich dann auf die Leute einzustellen. Das war auch, ich fand dieses Gefühl, fand ich richtig cool. Ja, und im Viertelfinale war das dann auch genauso. Ich wusste, dass die beiden da den dritten Platz geholt haben, dass die richtig stark spielen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob Lukas und ich viel zu dem Spiel besprochen hatten. Ich glaube, wir hatten einfach gesagt, dass wir weiter unser Spiel so durchspielen wollen, wie wir es den ganzen Tag gemacht haben. Und uns besonders auf Serve Receive konzentrieren, weil der Jay richtig gute Fakes hat und beidhändig ist im Aufschlag und das ist auch nicht schlecht. Und da hatten wir besonders den Fokus darauf gesetzt, dass wir da gutes Footwork im Receive haben und ja, versuchen einfach die Bälle zu receiven, so wenig Asse wie möglich zu kassieren, weil das am Ende oft das Spiel gewinnt. Ja. Und dann sehe ich hier ersten Satz 22, 24 für euch. Das war, also dieser allgemein, dieses Viertelfinale war so spannend. Es gab immer, ich weiß nicht, ich habe auch ein paar Sachen auf YouTube gepostet, alle Spiele. Und das war immer ein Hin und Her. Also manchmal lagen wir dann Break vorne, die lagen Break vorne. Wir haben echt viele Defense-Touches, beide Teams gehabt. Das heißt, es war ein super spannendes Spiel. Und dann zum Schluss habe Ich ich, sage glaube ich, ein Ace dir gehauen. die, ja, ich kann dir die Score sagen, wenn du willst. Ich habe das vor mir. Wenn du das dann brauchst, sag Bescheid. Ja, mach ich. Also im ersten Satz stand es dann 20-20. Also, und ich hatte Surf. Dann habe ich auf Gabriel, glaube ich, einen Ass gehauen. Beziehungsweise einen Bad Touch. Und 21. Ja, ach, nee, gar nicht. Naja, auf jeden Fall. habe ich beim vorletzten Punkt einen Ass gehauen auf Gabriel. Und dann im letzten Punkt hatten wir dann Defense Conversion. Das heißt, es war echt Spannung pur und das war, hat sich auch, also wir haben uns dann auch belohnt für unser Spiel am Ende. Im zweiten Satz wurden wir ein bisschen abgeschossen von Gabriel mehr als von Jair, muss ich sagen. Gabriel hat mich mit James geaced. Das ist so meine Schwachstelle. Ich kann keine James receiven. Ja, Und jetzt das online. Jetzt werden das Leute wissen, das skripten wir. Und jetzt weiß jeder, okay, Spiel gegen Jonathan, einfach James. richtig, das ist wirklich die beste Waffe gegen mich. Das ist gute Motivation für dich, wenn das jetzt da raus in der Welt ist. Da weißt du, musst richtig dann arbeiten. Und das Natürlich, finde das ich mache auch ich. von Mindset her eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich mich natürlich auch sehr viel mit Mindset und mentalem Training beschäftige, auch in Ja. meinem Studium oder in meinem Leben ganz, ganz viel. Also okay, ja, ein bisschen so wie Michael Jordan. Nicht schlecht. Das Ja. ist meine Schwäche. Komm bitte, komm, give it to me, ja. Ja, wirklich. Ich freue mich. Ja, und der dritte Satz, der war auch super spannend. Da war auch die ganze Zeit ein Hin und Her mit Breaks für die, Breaks für uns. Wir waren die ganze Zeit gleich auf. Und dann haben wir das dann am Ende dann auch echt ziemlich knapp gewonnen. Ziemlich knapp gewonnen. Ich glaube, 23, 21 war es. Ja. Ja, genau. Es war echt ein super, super spannendes Finale. Das war auch einer meiner Lieblingsspiele, die ich bisher gespielt habe, von der Spannung her und allgemein, wie das Gameplay war. Ich glaube, auch für die Zuschauer war es richtig cool. Okay, also in drei Sätzen geht ihr, dann sitzt ihr euch durch. Im Viertelfinale von einem ITS, da kommt ihr ins Halbfinale. Davon können viele nur träumen, oder das haben auch sehr wenige Teams bis jetzt geschafft. Klar, wir sind auch noch in junger Sportart. Und gleich bei erstem ITS, 17 Jahre jung, zack, 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 bis im Halbfinale. Und Ja. dann steht auch jetzt kein Einzelträger Sime zum Beispiel gegen euch, sondern auch eine Überraschung, ein französisches Team von Ryan und Theo. Und da denkt man sich vielleicht, oder? Okay, das ist jetzt nicht schlecht. Da ist jetzt kein Levi und Robin, weil wenn die späteren Sieger, da kann man etwas reißen. Aber Ja, dann also, kommt was. im Vorfeld hatten wir, muss ich auch sagen, Lukas und ich hatten uns auch gefreut, dass wir in diesem Baum gelandet sind. dass wir Levi und Robar schon aus dem Weg gegangen sind. Ja, und dann, dass wir dann ein Halbfinale geschafft haben, war richtig cool. Ja, nach dem Viertelfinale habe ich gemerkt, es wird so ein bisschen kälter. Das heißt, ich wollte mir meine Hose anziehen. Bin zu meinem Stativ gelaufen. Der war am Ende des Platzes, gegenüber von allen anderen Leuten, wo alle gesessen hatten.
und habe mir dann angefangen, die Hose anzuziehen und habe dann gemerkt, oh, wenn ich mich jetzt weiter bewege, bekomme ich Krampf im Oberschenkel. Und dann habe ich mich wieder auf den Boden gelegt, auf den Rücken, sodass das Bein einfach wieder locker, entspannt lag. Ja, und dann lag ich da, habe abgewartet, immer wieder geschaut, ob ich mich aufrichten kann. Aber ich habe immer wieder gemerkt, dass da sofort so ein Krampf reinkommt. Ich glaube, das kennen viele Leute, viele Sportler auch, dass man in eine Bewegung reingeht und man merkt, okay, wenn ich jetzt hier mein Bein weiter bewege, dann kommt ein Krampf. Das heißt, ich gehe wieder aus der Bewegung raus. Und das hatte ich dann. Und dann irgendwann lag ich da und dann hat einfach der Krampf im Oberschenkel reingezogen. Und dann, ja, oder Unterschenkel. Da hatte ich dann einen Krampf im Unterschenkel. Da war ein Schweizer, der dann sofort kam, geholfen hat, da ein bisschen Druck aufgebaut hat, beziehungsweise gegengedrückt hat gegen den Krampf. Aber das wurde leider nicht wirklich besser. Irgendwann hat auch angefangen, mein Oberschenkel noch zu krampfen. Und das wurde dann immer schlimmer. Irgendwann kam noch das linke Bein dazu, linker Oberunterschenkel. Und da war schon eigentlich fast klar, dass ich da nicht mehr spielen kann. Ich hatte das leider auch schon mal in Dortmund letztes Jahr, dass ich da zwei Stunden lang immer wieder in verschiedenen Zeitabschnitten, Zeitperioden gekrampft habe. Ja, und da war mir leider schon bewusst, dass wir da aufhören müssen zu spielen. Das ist natürlich sehr bitter. Das wünscht man keinem Sportler, egal und in welcher Turnierphase, dass man wegen Verletzung dann nicht mehr weiterspielen kann. Auf jeden Fall. Ich kann dir nur empfehlen, in Worten von meinem guten Freund Nelson Ziruni von der SG Paderborn, Gurkenwasser, Hashtag Das hat er mir auch gesagt. Gurkenwasser. Und ansonsten natürlich, unsere vierte Folge war mit Etienne Prison, der Rounded Physio. Kannst du dir auch dann anhören, da gibt er auch natürlich ein paar Tipps und Tricks, weil ich persönlich mit Krämpfen wenig zu tun hatte in meiner sportlichen Karriere, egal ob jetzt bei Indoor-Hockey, also bei Floorball oder bei Roundnet, weil ich aus dem Sport komme und ich kenne mich aus mit Sporternährung. Aber es wird mehr und mehr eine sportliche Leistung, vor allem wenn die Turniere so lange sind und du bist ja 18 Stunden immer heiß, kalt, heiß, kalt. Ja. Und dann muss man auf Ernährung achten, auf das Wasser. Hydration ist ja ganz klar Magnesium. Und du hast das jetzt der Hard Way gelernt, ja? Also Ja, das das zweite zweite Mal. Mal. Hast du dich danach ein bisschen informiert, was hättest du besser machen können? Oder wie bist du danach weitergegangen, also nach dieser Niederlage sozusagen, wo dein Körper einfach aufgegeben hat? Ich habe das eigentlich relativ gelassen allgemein genommen. Also, dass ich Krämpfe bekommen habe. Natürlich, ich habe mich auch schon vorher informiert, weil ich das ja auch in Dortmund schon hatte. Ich habe, glaube ich, also ich meine, das war einfach meine Ernährung, dass ich da zu wenig gegessen habe und zu wenig getrunken habe. Weil es ja leider auch in Barcelona ein bisschen schwierig war. Ich glaube, also da war Ostern. Und alle Geschäfte waren zu. Da waren nur so Supermärkte offen. Und wir hatten uns natürlich, ich habe auch gedacht, dass ich genug Wasser getrunken habe, aber wahrscheinlich nicht. Und es gab auf dem Turnier leider gar keine Versorgung richtig. Ah, okay. Also die hatten Wasser, ist natürlich super schwer. Ich glaube, Barcelona ist leider nicht so, hat leider nicht so ein Privileg wie wir in Deutschland, dass wir da überall aus jeder Leitung trinken können. Aber ja, das fand ich ein bisschen schade, dass die da auch kein wirkliches Essen angeboten haben. Also, die haben im Vorhinein gesagt, okay, ihr könnt euch Essen kaufen. Ich glaube, für 10 Euro konnte man sich oder für 6 Euro ein Sandwich holen. Aber das habe ich nicht wirklich eingesehen, mir da jetzt noch Sandwich für so viel Geld zu holen, weil ich auch nicht so viel Geld habe wie der Schüler. Da haben wir uns im Supermarkt dann auch was geholt, so Baguette und so. Und davon habe ich auch viel gegessen. Aber das hat wahrscheinlich dann nicht gereicht. Und ja, wird dann wahrscheinlich Elektrolytemangel gewesen sein. Ja. Magnesium weiß ich nicht. Ich habe vorher auch im Vorfeld auch eigentlich Magnesium genommen. Aber so allgemein, dass wir das leider nicht spielen konnten, ist natürlich bitter. Aber ich meine, passiert. Und ich denke mal, ich werde noch andere Chancen haben, in einem ITS anzugreifen. Und deswegen fand ich das Ganze nicht so schlimm. Verstehe, ich glaube, auch sehr richtige Einstellung. Also, ich bin beeindruckt, muss ich sagen. Ich hätte die Einstellung vielleicht mit 17 nicht gehabt, obwohl da war ich in der Nationalmannschaft bei unter 19, bei Indoor Hockey. Aber es ist so, da muss man Nüsse, also ich zum Beispiel, ich habe
Oft da haben unsere Leute immer gelacht, weil ich ja 3 oder 4 verschiedene Getränke an dem Turniertag hatte. Genug Wasser, dann hatte ich ja Powerade, Elektrolyten, dann hatte ich noch Kaffee. Nach dem ersten Spiel in Gruppenphase Red Bulls, sowieso sicherheitshalber. Mit jedem Bracket geht es dann weiter mit Red Bull. Ist auch nicht gesund, also muss man es schon sagen. Und natürlich auch ein bisschen Cola. Weil Cola hat auch Potassium und was du willst, dass du Salz in deinem Körper hast, weil damit das Wasser in deinem Körper bleiben kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wir haben ja diese Schwierigkeit in Rounded, dass die meisten Menschen kommen nicht aus dem Leistungssport, fangen vielleicht mit dem ersten richtigen Sport mit Mitte 20 oder Anfang 20 an, das ist Rounded. Und man hat ja diese Kultur oder was ich zum Beispiel immer als selbstverständlich genommen habe, ich komme aus Trainerfamilie, aus Leistungssportfamilie, dann auch, okay, ja klar, genug Wasser, dehnen vorher, nachher und solche Geschichten. Aber bei dir ist Rounded jetzt erste richtige Sport, wenn man das so sagen kann, oder hast du vorher als Kind etwas, als du junge warst, etwas anderes gespielt? Ja, ich habe von Anfang an Sport gemacht. Also ich habe mit 2, 2,5 angefangen, Fußball zu spielen, bis ich 12 war. Da habe ich schon aufgehört. Danach habe ich Basketball gespielt. Ich war lange Zeit auch schwimmen in der DLRG. Und sonst habe ich noch eine Zeit lang auf dem Trampolin viel gemacht, so Freestyle-Tricks. Okay. Heißt so Schrauben, doppelte Rückwärtssalto auf dem Trampolin. Genau, das habe ich so viel gemacht. Tischtennis habe ich auch gespielt ein bisschen. Ich habe relativ viel gemacht. Oh Meine ja. Familie ist allgemein auch sehr, sehr sportlich aktiv, vor allem um Fußball und Basketball. Deswegen habe ich das von meinem Vater, von meinen Brüdern so mitgenommen. Viel Sport Das gemacht. heißt, nach der Schule wirfst du halt die Tasche in die Ecke und gehst in einen Verein, dann zweites Training und danach Ja. noch ein bisschen etwas anderes. Und jetzt in den letzten 2, 3 Jahren natürlich Rounded. Ja. Wie sieht deine Trainingsroutine aus? Weil wir natürlich einige deine Videos kennen, manche sind auch sehr viral geworden. Also eins, ich glaube, das ist bei Moritz, ich werde das dann verlinken, hat 1,2 Millionen Klicks auf Instagram. So, wie ich denke, dass ich ausschaue und wie ich richtig ausschaue. Und du bist da als das gute Beispiel. Sogar der Frederik Hinkel, also einer von den besten Spielern der Welt, redet über den deutschen Wunderkind, über das Kind Wunderkind. Ja, ist langsam dein Spitzname, auch im Englischen. Und wie oft trainierst du und was machst du da? Trainieren tue ich jeden Tag. Also ich habe nicht wirklich eine richtige Routine, würde ich sagen. Ich trainiere eigentlich alles, nicht alles jeden Tag. Jeden Tag Serving auf jeden Fall. Das mache ich mindestens 1,5 Stunden am Tag, wenn ich nicht gerade ein Turnier gespielt habe. Ich hab ja gestern ein Turnier gespielt, das heißt, ich habe heute nicht so viel gemacht, weil man dem Körper ja auch Zeit zum Schonen gibt, schon geben muss. Aber sonst mache ich unter der Woche jeden Tag Serves, jeden Tag Hitting und immer wieder mal Setting. Aber eine richtige Routine habe ich da nicht, weil ich da sonst, glaube ich, den Spaß dran verlieren werde, wenn ich da so einen richtigen Plan habe. Oder was heißt Spaß, aber ich werde es wahrscheinlich nicht einhalten können, weil da mir so ein bisschen die Disziplin fehlt. Ich bin so ein Mensch, wenn mir etwas Spaß macht, dann stecke ich da richtig viel Zeit rein. Ich möchte super gut drin werden. Und das ist jetzt beim Rounded auch so. Es macht mir super viel Spaß. Ich kann den ganzen Tag lang, wenn ich will, serven. Und das mache ich dann halt auch. Ich serve einfach, wenn ich nicht gerade Schulsachen machen muss oder so, dann stelle ich mich in mein Zimmer, wenn ich Langeweile habe, und mache einfach Aufschläge oder übe Hits. Aber eine richtige Routine habe ich da nicht. Ich mache viel mit meinem Bruder auch Pepper Drill. Also einfach 1, 2, 3 mit Serve Receive. Genau. Jeden Tag, die Woche. Sehr viel. Okay, also meiste Zeit alleine und dann mit deinem Bruder.
Hast du auch Vereinstrainings oder wie weit ist das, wenn du jetzt mit anderen, müssen nicht jetzt Pro-Spieler sein, aber mindestens Advanced spielen möchtest, Pickup und da ein bisschen Spielpraxis holen möchtest? Ich habe einen, wir haben eine, ich habe mit dem Silas, von dem ich vorhin geredet hatte, und Hanna und meinem Cousin haben wir einen Verein gegründet, Westwood Wiener, oder eine Community, ein eingetragener Verein bei SAS in Altenkirchen, das ist 15 Minuten von mir entfernt. Da gebe ich Training. Das ist aber, also da ist das Niveau aber nicht hoch. Also wir spielen vielleicht auf Beginner oder jetzt heißt ja Basic bis Intermediate Niveau, aber höher wird es nicht. Und da sind nur mein kleiner Bruder und ich, die da auf höherem Niveau spielen. Und sonst fahren Niki und ich jeden Mittwoch nach Siegen zum Philipp König. Und dann fahren wir von dem aus zusammen im Auto nach Freudenberg und spielen da im Training. Und da bekommen wir dann, und dann können wir da auf Advanced Niveau spielen. Das heißt, jeden Mittwoch abends für 2 Stunden spielen wir da auch Pickups, beziehungsweise auch ernste Games. Okay, also das wäre einmal die Woche Vereinstraining, also mit Leuten, die schon erfahren sind, die auf einem höheren Level sind und das ist jetzt Advanced Contender, also ist noch keine Pro-Spieler oder ich nenne die jetzt nicht Elite, also die besten Deutschlands oder Ja. besten Europas. Da muss man natürlich schon auch ein bisschen weiterfahren. Dann Wochenende hast du ja Turnier. Klar, also du hast auch viel Turnier gespielt, jedes Wochenende fast, also gefühlt sowieso. Ja. Und dann sehr viel individuelles Training. Weil wir natürlich öfters hören oder ich höre das sehr oft, okay, ich bin ja alleine, ich kann nicht so gut trainieren, oh, alles ist schlecht und immer nur Ausreden. Wo ich auch sage, ich war auch allein in München, als wir angefangen haben, waren 20 Leute in der WhatsApp-Gruppe in 2018. Jetzt sind das 1200. Das ist aber andere Nummer oder anderes Thema. Aber man hatte ja nicht wirklich jemanden, der mit dem dann halt so gut trainieren könnte. Da hast du ja als Bruder. Was würdest du den Leuten raten jetzt? Okay, ich habe jetzt keine, gut, ich kann nicht serve-receive trainieren, weil hier können die Leute keine Angabe machen, sagen einige. Wie bist du damit umgegangen oder welche Tipps hättest du da für Leute? Also Serve-Receive ist natürlich und Defense ist natürlich so ein Thema, da kann man, das kann man schwer alleine trainieren. Aber wenn es allgemein ums Trainieren geht, ist es halt eine Frage des Mindsets und wie diszipliniert man das hinbekommt. Ich habe halt das Glück, dass es mir super viel Spaß macht und dass es mir dann nicht schwerfällt, viel Aufschläge zu üben, viel Hitting zu üben, weil ich einfach super viel Spaß dran habe. Und ich habe natürlich auch eine super Lage, um zu trainieren. Also ich kann einfach in meinem Zimmer, hier wo ich jetzt gerade sitze, trainieren. Ich kann bei mir draußen im Hof, ich gehe vor die Tür und kann da mein Set aufstellen und habe da einfach genug Platz. Ich denke, viele Leute haben da auch mal ein paar Videos gesehen, wie ich vor der Garage gesurft habe. Aber ja, ich denke, wenn es einem schwerfällt zu trainieren, muss man sich halt einen Plan setzen, muss man sich einen Plan machen, an dem man sich hält, und das dann einfach durchziehen. Ich denke, mit der Zeit kommt dann auch so ein bisschen Automatismus rein und das wird zur Gewohnheit und man einem macht's, irgendwann macht es auch Spaß. Und wenn es dann um Serve-Receive-Training zum Beispiel geht, muss ich sagen, glaube ich, hilft einfach Footwork-Training zu machen. Ich denke, so Koordinationsleiter, ich habe mal dem Patrick Hinkel geschrieben und der meinte auch, Koordinationsleiter hat ihm viel geholfen. Einfach gutes Footwork zu bekommen. Ich denke, das ist auch ein guter Weg, um Surf-Receive zu üben und natürlich Turniere spielen, weil Turniere einem einfach, ich glaube, Turniere sind das beste Training, das man bekommen kann, weil man da einfach lernt, wenn man da andere Spieltypen kennenlernt, man lernt sich auf andere Leute einzustellen, man übt sein Mindset im Spiel und das Surf-Receive kommt natürlich auch dann von alleine irgendwann, wenn man es immer wieder gegen die gleichen Leute spielt, kann man sich irgendwann auf die einstellen. Und ich denke, dadurch habe ich auch sehr viel selber viel gelernt. Und ich würde das nur erläutern, zum Beispiel, was du gesagt hast, ja, beim Turnier verbessert sich man am besten. Klar, aber, also ich sage da aber, es reicht nicht jetzt, um richtig gut zu werden. Aber was du jetzt alles schon beschrieben hast, du gibst, also wie der, einer von meinen Vorbildern, Arnold Schwarzenegger,
sagen wir der Reps, 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 die Wiederholungen. Und die machst du ja, die habe ich auch gemacht, als ich noch viel gespielt habe. Und viele denken, ja, ich spiele nur Pickup und spiele nur Turnier und ich werde gut. Aber das stimmt nicht. Also man muss schon Ja, das gezielt stimmt. trainieren, Ja. gezielt diese, ich nenne das Fundamentals, also der Grundstein muss der besitzen. Also als ob jetzt Ballgefühl, Hitting und Setting, die drei Dinge. Alles andere ist ja Bonus. Also finde ich. Und Service Auf jeden kannst du Fall. natürlich allein trainieren. Wie schaut es aus? Du hast es auch im Zimmer? Ist das jetzt hinter dir? Weil Ja. ich könnte davon natürlich in München nur träumen. Ja, zeig uns vielleicht. Ja, machen wir jetzt Jonathan Cripps. Ah ja. Ich drehe meine Kamera um. Okay, mach ja Kann, ich nichts. kann, ich kann eine Einführung in den Raum geben. Ja, dann mach das. Das ist das erste Mal in dieser Podcast-Geschichte. Machen wir das. Also, hier ist meine Zimmertür. Ich gehe rein. Dann ist hier mein Bett. Gemacht, Da saß ich stark. gerade. Ja. Und dann ist hier eine Aufschlaglinie. Und da mein Set. Und dann serve ich von hier. Immer. Wird immer meistens ein Step-Out gemacht und dann Ridey Cuts durchgeballert. Okay. Ich habe hier auch genug Platz, um mein Set dann umzustellen und da Hitting zu üben. Oder auch hier schon, das geht auch hier sehr gut, dass ich hier meine Cross-Steps übe. Ich habe auch No Hits On von Rodnet Marketplace, Grüße gehen raus, die ich mir dann aufstelle. Und dann wird hier sehr viel gesurft, sehr viel geübt. Ja. Ah, das ist Traum. Das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Setting, Ja. was man da hat. Ich habe gesehen, oder alle, du nutzt ja Premier Spike Set. Gibt es da für dich Unterschiede oder warum ist Premier Spike vielleicht das Spikeboard? Ich finde, Premier Spike ist wie das Upgrade, also wie es damals ist, wie das Upgrade von Spikeball Standard zu Spikeball Pro war. So finde ich das jetzt gerade von Spikeball Pro auf Premier Spike. Weil man einfach einen massiven Qualitätsunterschied hat. Also, Niki und ich haben uns das geholt, als es rausgekommen ist. Also, wir haben uns das sofort vorbestellt. Und seitdem spielen wir halt immer auf einem runden Netz, das immer rund ist. Ich finde, das ist so ein bisschen schade bei Spikeball, dass wenn Rim so ein bisschen angerissen ist, dass es dann schon oval wird, wenn man das so ein bisschen spannt. Und das ist leider halt bei Spikeball so und bei Premier Spike halt überhaupt nicht. Also man hat immer ein rundes Netz. Ich finde das Netz das Netz von dem Set hat auch ein bisschen Qualitätsunterschied. Ich muss sagen, ich glaube, das hat sich bei mir noch bei uns auch überhaupt nicht wirklich ausgeleiert. Also das ist einfach konstant gut. Ich musste das nie nachspannen. Also wenn ich entspanne das nie, weil ich halt jeden Tag serve hier im Zimmer. Ich muss es auch nie nachspannen. Also es bleibt von der Qualität einfach gleich und gut. Und ja, vor allem, also der größte Punkt ist halt, dass wenn man da gegen den Rim surft, einen harten Surf, dass das Netz sich überhaupt nicht bewegt. Das ist wirklich sehr cool und das macht auch viel mehr Spaß, finde ich, sich dann nochmal hinzustellen und zu surfen, weil man kann einfach mal 5, 6, 7 Bälle gegen Rim hauen und das Netz bewegt sich nicht. Das ist echt sehr cool. Ja, deswegen benutze ich nur noch Premier Spike eigentlich. Und wie ist das mit Premier Spike Bällen? Ich persönlich habe weniger mit ihnen gespielt. Die benutze ich überhaupt nicht. Ja, ich muss sagen, ich habe die Bälle bekommen, die so unterschiedlich alle waren. Der eine ist kleiner, der andere größer. Der eine ist ein bisschen dünner und der andere ein bisschen dicker von der Haut. Und deswegen finde ich das ein bisschen blöd. Ich mag es mehr, mit Bällen zu spielen, die gleichmäßig sind. Also ich habe viele Bälle, die einfach mehr bouncy sind, mehr dünner von der Haut. Und dann benutze ich nur die, weil ich dann einfach immer mit dem gleichen Ball spiele, mit der gleichen Art von Ball. Und so kann ich halt auch mein Spiel konstant halten. Deswegen benutze ich die Premier Spike Bälle überhaupt nicht. Aber habt ihr jetzt nicht Premier Spike Bällen auch gespielt in Köln bei den Indoor Masters und auch bei der Nein. Trophy? Wir Okay, haben das auf Premier Spike Sets gespielt, aber die Bälle wurden nicht rausgeholt. Ah, okay. Ja. Yeah. Das ist auch natürlich cool von Taylor Sanford, also der CEO von Premier Spike, sagt, ja, Richtig. wenn man das bevorzugt, dann macht das ruhig. Weil du hast es auch zum Beispiel im Basketball, also das Basketballbrett ist ja oft
an der Marke. Ich glaube, in NBA war das Spalding und dann die Bälle sind jetzt Wilson. Es muss nicht immer das Gleiche sein, ja. Also ja, das ist, auf ist jeden cool, Fall. Ist cool, wenn die Marken offen sind und sagen, okay, wir haben da selber auch noch Platz, um uns zu verbessern. Ja, dass die wissen, okay, es ist jetzt nicht perfekt alles. Ja. Was sind deine, Jonathan, was sind deine Raune-Ziele jetzt? Also 17, dieses Jahr 18, es kommt Deutsche Meisterschaft, European Tour Series und natürlich auch die Weltmeisterschaft. Ja, also allgemein mein Ziel oder mein Fokus ist gerade so die Weltmeisterschaft, dass ich da ins Nazi-Team komme. Da habe ich richtig Lust drauf und ich denke, ich habe auch gute Chancen. Aber es ist trotzdem noch super schwer, weil das Feld in Deutschland im Moment einfach super weit und super stark ist, super breit und super stark ist. Deswegen ist mein Fokus im Moment richtig auf dem Nationalteam gesetzt. Da ist jetzt auch nächstes Wochenende sind die ersten Sichtungstage in Deutschland. Da bin ich auch mal richtig gespannt und freue mich auch schon sehr drauf. Und sonst deutsche Meisterschaft mixed werde ich dieses Jahr leider nicht spielen, weil ich da mit der Schule unterwegs bin. Und die deutschen Meisterschaften Herren habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht wirklich Gedanken drum gemacht, mit wem ich da spielen möchte. Ja, deswegen, aber wenn ich da spiele und da Zeit habe, dann ist natürlich das Ziel, da so weit zu kommen wie möglich und das Spiel am besten und das Turnier am besten zu gewinnen. Eisenträger Sima zu schlagen, das ist auf jeden Fall auch mal so ein Ding, was ich von dieses Jahr wirklich mal gerne erreichen würde. Aber dafür braucht es halt viel Training und viel Übung, Erfahrung, die ich noch sammeln muss. Deswegen bin ich mal, ja, bin ich doch immer viel im Training drin. Ja, also das ist ja schon dein Mindset, du willst die schlagen und denkst, dass die schlagbar sind. Eisenträger Sima. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich gut, weil natürlich also es sehr viel ist ja Kopfsache. Und als Beispiel in den 2000er, also als Roger Federer und Rafael Nadal im Tennis immer wieder gewonnen haben, Wimbledon, US Open, Roland Garros war Nadal und die zwei und niemand kam nah dran. Und dann kommt dieser junge Serbe und sagt, ja, der geht und der schlägt dich. Dann, ja, du bist ja verrückt, das ist ja doch der Federer und Nadal. War ihm egal. Aber alle anderen haben, ja, das ist ja doch Federer, das ist ja Nadal, da habe ich keine Chance. Dieser Serbe, ich glaube, mit der 25 Grand Slams, heißt Novak Djokovic, wurde es der Sportler des Jahres, weil letztes Jahr 3 Grand Slams gewonnen hat und im vierten Finale war mit 38. Also das ist natürlich auch eine große Sache. Können wir sagen, Eisenträger Sima sind schlagbar. Ich habe die selbst geschlagen in 21. Im Finale, da hatte ich auch sehr guten Mitspieler, muss man schon sagen. Mit Ravi. Genau, mit Ravi. Freiburg, ne? Wir waren in Frankfurt, genau, und dann Prag haben wir mit Ravi auch noch gewonnen. Da haben wir gegen Pokobian gewonnen, auch 2-0. Und seitdem, also ich glaube, 22 Eisenträger sind wir nur einmal verloren, ein Series gegen Benny und Nelson im Halbfinale und 23 auch nur gegen Nordamerikaner. Also da sind die tatsächlich, haben die richtig noch draufgelegt, kann man sagen. Also in 22 habe ich da nicht mehr gewonnen gegen die. Ich glaube, die wenigsten. Und jetzt haben wir das gesehen bei der Trophy. Die sind ja immer noch da. Und ich freue mich, wenn ich dann auch eine Preview schreibe, höchstwahrscheinlich für Löwen, weil die da spielen, das erste ITS zusammen, die Deutschen. Ja. Und da ist auch Robau und Levy natürlich als höchstwahrscheinlich größte Gegner. Okay, also Eisenträger Sima. Natürlich jetzt mit der Nationalmannschaft stellt sich da die Frage, mit wem kannst du ja spielen? Es ist ja Team-Competition. Ja. 5 Richtig. Teams. Theoretisch könnte man auch aus Deutschland 7 Teams mitnehmen, also bei den Herren, wenn mir die Regeln, also wie ich die Regel verstanden habe. Und du hast jetzt in der letzten Zeit mit verschiedenen Leuten gespielt. Jetzt mit Hartling aus Heidelberg, vorher mit Mario hast du ja Turnier gewonnen, Lukas Cristiani. Lukas Cristiani, aber ich glaube, ich spiele mit Julian Krelle mehr. Ich glaube, da weißt du mehr davon. Wie war das Spielen mit Mario? Mario 2022, 2021 einfach eine absolute Maschine. Der hat ja Teilzeit gearbeitet, absichtlich, um Raune zu trainieren zu können.
Ja. Also, der war auch eine, wo ich gesagt habe, okay, der ist besser als ich, also Hut ab, der hat das einfach trainiert. Weil ich habe da auch ähnliche Stile. Also, wie ist Spielen mit Mario und was hast du vielleicht von ihm am besten oder am meisten gelernt? Boah, also Spiel mit Mario, das ist das so, was ich mir hätte vorstellen können. Vorher, ich habe den 2022, habe ich den beim Bonn Community Day zum ersten Mal gesehen. Und da stand er dann in dem Fun-Finale da und hat das gewonnen. Und ich dachte, okay, cool, also das ist richtig krass, wie der gespielt hat. Der hatte da mit Erik Kaiser gespielt. Ja. Und ja, und das war einfach so cool, so einen guten Typen zu sehen. Der ist dann am Ende des Tages zu uns gekommen. Mein kleiner Bruder war auch dabei und meinte dann zu uns: Hallo, sollen wir mal zusammen spielen? Ich möchte mal den Nachwuchs auschecken. Und dann, ja, dann hatten wir dann so ein bisschen Kontakt gehabt. Wir sind auch immer wieder mit unserer Familie nach Bonn gefahren und haben dann mit denen zusammen gespielt, mit dem und seiner Freundin. Das heißt, wir haben schon eine kleine Vorgeschichte auch gehabt. Und dann haben wir letztes Jahr unser erstes Turnier gespielt im Winter. Und das war, also für mich war das richtig cool, weil Mario war immer so einer, wo ich so hoch drauf geguckt habe, weil er einfach so viel trainiert hat und so gut war. Glaube, deutscher Vizemeister auch geworden. Und ja, das fand ich so krass, dass ich dann auf einmal mit dem spielen kann. Da habe ich gemerkt, okay, ich habe mich schon echt stark verbessert. Dass Mario wollte auch selber mit mir spielen, das fand ich auch so richtig Oh cool. ja. Ja, und dann im Spiel merkt man halt super, also Mario und ich sind ja zwei sehr surflastige Spieler. Das heißt, wir sind über viele Gegner einfach mit Aufschlägen durchgefahren. Das war ziemlich krass und auch ziemlich entspannt mit ihm zu spielen. Als wir München zusammen gespielt haben, das war einfach. Ich hatte kein Spiel, wo ich sagen würde, okay, das wird knapp. Oder hier werden wir als Verlierer rausgehen. Das hätte ich mir niemals träumen können, weil wir einfach echt stark zusammengespielt haben. Und sonst im Spiel bringt Mario einfach immer eine Ruhe rein. Und der hat mich immer super unterstützt, auch gestern. Ja, der ist einfach, also es war einfach toll, mit denen zu spielen. Er sagt auch immer zu mir, dass er, der sagt immer, ah, mein Lieblings-Jonathan ist wieder da oder so, wenn wir uns irgendwo sehen. Also, das ist so eine, ja, kitschig gesagt, eine gegenseitige Liebe irgendwie. Und das ist richtig, ich liebe es, mit denen zu spielen, ja. Also, erste Turniersieg mit Mario war in München. Also, wenn man sich das Feld da anschaut, waren jetzt auch nicht so die Besten da, kann man sagen. Aber dann im Vergleich bei Premiers bei Portmone in Heidelberg, da habt ihr schon Krele Christiane gehabt. Da war Lasse und Tim und Say Rainbow Warriors sind Sechste geworden. Also, da war natürlich auch anders besetzt, also besser besetzt, würde ich jetzt behaupten. Und trotzdem in der Halle. Relativ ohne Schwierigkeiten. Durch Service vor allem auch. Also ohne Schwierigkeiten diesmal nicht dann, weil wir dann noch natürlich stärkere Gegner hatten. Aber allgemein sind wir auch da wieder echt gut durchgekommen. Gegen Kele Christiani hatten wir ein sehr spannendes Halbfinale. Was glaube ich gar nicht so spannend aussieht im Ergebnis. Da war es, glaube ich, irgendwie 15, 21, 15, 21, 12 und 21, 15 die Ergebnisse. Sieht dann mehr so aus, als ob das immer so die Sätze war, wo das andere Team gut getroffen hat. Aber das waren richtig spannende Spiele. Und ja, da sind wir halt auch viel über unsere Serves gekommen. Aber wir haben allgemein noch ein sehr gutes Sideout gespielt in den Spielen. Und auch ein paar Defense Breaks gehabt. Das war sehr cool. Ja, und im Finale haben wir dann saftig gegenübergestanden, Markus Gautherin und Kaspar Kreuzer. Auch zwei Surfmaschinen, wo es dann auch wieder galt, wer spielt sein Sideout durch, wer schlägt am meisten Asse. Und das waren am Ende dann wir. Und das war ja sehr cool. Insgesamt im Turnier war ich eigentlich immer ziemlich ruhig und überhaupt nicht nervös. Das ist
Also das fällt mir, das muss ich sagen, fällt mir oft auch nicht so schwer, dass ich irgendwie richtig nervös bin bei einem Spiel und anfange zu zittern oder so oder schnelles Herzrasen bekomme. Ja, weil ich da, ich glaube, auch durch Mario gelernt habe, einfach ruhig zu bleiben in vielen Situationen und einfach gelassen zu sein und versuchen einfach um mein Spiel zu spielen. Und das war in dem Turnier auch die ganze Zeit so, weil Mario auch so eine Ausstrahlung hat. Ich glaube, so ohne wenige, mit wenigen Emotionen spielt er ja immer, falls man ihn mal beobachtet. Deswegen ist es mit ihm immer sehr cool, wenn man einfach immer weiß, okay, der nimmt einem nichts böse, er ist immer gelassen. Und er wird nie so irgendwie aufgeregt sein und man weiß, okay, jetzt ist es wichtig, dass ich sehr gut spiele, weil Mario ist gerade in so einem Down und ist nervös und da muss ich das Spiel hochhalten, sondern es ist immer so, okay, wir sind auf dem gleichen Niveau und können uns gegenseitig aufeinander verlassen. Das waren die bisherigen Turniere immer so. Okay, ja, natürlich, man weiß, Mario kann ja sein ein oder zwei Breaks machen. Ja, übel. Weil selber das Spiel natürlich gewinnen. Wir Ja. öfters drei Sätze gegen Mario gespielt. Erstes gewonnen, verloren, dann zweites egal. Am dritten kommt der einfach raus. Und wenn man da ein bisschen einstellt, ist plötzlich ja 5-0, 6-1 und dann wird es schwierig. Ja, Und das war richtig. auch damals super krass 22, wo er mit Jan gespielt hat. Jan von Intermediate-Spieler. Direkt in die Nation. Und das war Ja. absoluter Wahnsinn, also wie er ihm gecoacht hat. Ich war auch am besten skeptisch, okay, Jan, in die Nation, aber was da in der Mitte der Saison war, so unfassbar, Hut ab. Mit Jan würde ich mich auch gerne mal unterhalten, weil ich glaube, von ihm kann man super viel lernen als ehemaliger Profisportler bei Volleyball. Aber wenn wir jetzt zurück zu dir kommen, warum bist du dann so ruhig? Was glaubst du? Klar, wenn du Mario auf der Seite hast, klar, also das hilft. Aber manchmal ist es so, ich habe zum Beispiel mit Frederik Hinkel gespielt, auch ein Turnier, hat auch richtig viel Spaß gemacht. Aber ich wusste, okay, ich soll mich auch schon anstrengen, weil ich will jetzt ihm nicht ein bisschen enttäuschen, weil er spielt jetzt mit mir und so weiter. Also was würdest du da, also warum bist du dann so ruhig? Weil auch wenn du mit anderen Leuten spielst. Also es gibt natürlich immer Punkte, wo man so ein bisschen Nervosität und Spannung verspürt, aber nie, dass es einen krass beeinflusst also für mich. Was sagst du dir in dieser Situation? Okay, du merkst, lass uns das vorstellen, Situation, du bist da, ihr seid, also ihr liegt hinten, paar Breaks, dritten Satz, und dann merkst du, okay, ich bin jetzt ein bisschen nervös. Eieiei, jetzt habe ich schon zweimal Doppelfehler hintereinander gemacht. Eieiei. Wie redest du da mit dir selbst? Meistens ist es so, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich einen Fehler mache, die Situation vergessen, wegwerfen, also abschließen damit und das eigene Spiel weiter durchspielen. Auf sich selber vertrauen. Ich bin auch ein religiöser Mensch. Also ich bin christlich. Das heißt, auf einem Turniertag bin ich auch immer sehr viel so im Gebet sozusagen dabei, jetzt nicht so meditieren oder so, sondern einfach, ich habe so ein bisschen Vertrauen auf Gott sozusagen, dass ich mich da fokussieren kann und ich finde, das verschafft mir auch Ruhe. Das heißt, das hilft mir auch und genau, und sonst einfach, ich vertraue auf meinen Partner, ich vertraue auf mich, dass ich das selber schaffen kann. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, funktioniert das einfach immer. Und das ist so seit. Ich habe in Stuttgart hatte ich mal die Situation, da standen wir im Spiel um Platz 3, da habe ich mit Philipp König gespielt. Es war der zweite Satz, den ersten hatten wir abgegeben und es stand, glaube ich, 10, 14 also wir hatten 10, die Gegner 14. Ich hatte Serve, wir haben bis 15 gespielt und am Ende haben wir das Spiel 16, 14 gewonnen, weil ich einfach einen Ass nach dem anderen durchgehauen habe. So von 10, 14 auf 16, 14 hochgesurft und das war so der Moment, wo ich mir dann noch wo für mich auch im Kopf war, okay, kein Rückstand ist nicht aufzuholen. Also man kann alles wieder aufholen. Man muss nur confident in diese Situation reingehen und dann kann es funktionieren. Und deswegen denke ich auch, seit dem Punkt habe ich so den Gedanken, okay, das können wir immer easy zurückholen. Es war auch ähnlicher Moment, denke ich, bei dem Indoor Masters in Köln. Da war ich auch hinten, das habe ich im Stream angeschaut.
Also auch, glaube ich, 3 oder 4 Punkte gemacht gegen Lukas Cristiani und Max Schartmann, kann das sein? Auch Das ähnliche war Situation. den ersten Satz hatten wir gewonnen. Den zweiten Satz lagen wir dann richtig zurück. Und da habe ich dann auch 3 Breaks hintereinander geholt zum Schluss. Und dann haben die aber leider den letzten Punkt durchgespielt und dann hatten die gewonnen. Aber das war auch wieder eine Situation, da waren wir fast wieder dran und hätten das fast wieder geholt, den Satz. So, wo wir eigentlich voll zurücklagen. Das hatten wir gestern auch gegen Nelson und Markus. Da lagen wir 7-15 zurück. Und das Spiel haben wir am Ende 21 zu 19 gewonnen. Und du hast mit Mario gespielt, genau. Ja. Das war auch das erste Mal, dass ihr kein Turnier gewonnen habt. Zusammen, oder? Ja. Ja, aber gegen Bei Krele Cristiani kann man schon verlieren. So ist es nicht, auf jeden auch Fall, ja. Nationalspieler. Auf jeden Hast Fall. du einen Wunschpartner oder so, Traumpartner, also Traumfrau nicht unbedingt, aber jetzt Raonic technisch, mit dem du gerne mitspielen möchtest als ein Team, also mindestens sagen wir ein Turnier und auch als Gegner. Es kann weltweit sein. Vorher war es immer Mario, dass ich immer mit Mario spielen wollte. Und wenn ich komplett Amerika auch anschaue, da habe ich echt viele Wünsche, muss ich sagen. Viele Traumpartner. Ich würde super gern mal mit Cole spielen. Oder auch gegen ihn, ist mir egal. Gegen Kingdom Come vor allem. Das ist so Oh, ja. mein Lieblingsteam gewesen, seit ich so amerikanisches Roundnet verfolgt habe. Nach Rito Boys. So Ich hätte voll, auch, ja klar, leider. ja, ich würde auch super, ja genau, ich würde auch super gern mal gegen Mid Rider spielen. Leider ist er ja so ein bisschen, ja, aus der Roundnet-Szene verschwunden, weil er jetzt ja viel im Golfing-Film unterwegs ist. Und sonst auch super gern mit Patrick Hinkel ein Turnier. Ich glaube, das ist auch eine sehr coole Erfahrung, die man haben kann. Oder mit Buddy Hammond. Ja. Einfach um das Defense-Erlebnis zu bekommen. Ja, das waren so die Leute, die mir so jetzt spontan eingefallen sind. Vielleicht auch, ja, 0815 Ryan Moreno. Auch ein super Spieler. Ich glaube, mit dem hätte ich auch sehr viel Bock zu spielen, mal, ja. Ja, dann schauen wir, was passiert, weil ich habe schon ein oder den anderen Wunsch ja erfüllt, den Leuten. Vor allem, wenn es dann Amerikaner mit Amerikanern spielen zu können, gilt für mich selber natürlich auch. Alle, Ja. die du aufgezählt hast, habe ich mit ihnen gespielt. Außer es gegen Kingdom Come, gegen Grant habe ich in 21 gespielt. Und es ist Wow. das Pickup-Spiel in Livonia. Das war auch ein Erlebnis, muss ich sagen. Und dann gegen Marina habe ich nicht gespielt. Aber sonst, ja, gegen Kingdom Come sogar in 22, stimmt, Richmond sogar zweimal, einmal in der Gruppe und dann Platzierungsspiel. Sind wir Cool. 21, haben wir zweimal verloren, denke ich. Okay. Also war jetzt nicht so schlimm. Das war auch ein sehr gutes Turnier von meiner Seite, meinem Partner. Es war auch ein Ami, junger Ami-Linkshänder. Aber ja, Frederik, glaube, das ist auf jeden Fall machbar. Der hat mit Mario gespielt letztes Jahr in Wien. Und Ah, Fred kommt ja, stimmt, öfters nach Europa und ich glaube, der hört auch jetzt zu. Der kann ja Deutsch. Also Fred, sag uns dann Bescheid. Fred Hinkel, auch Weltmeister 22 aus Amerika, aus Texas. Okay, also dann Amerikaner, klar. Und wie ist es? Es ist schon super cool, oder? Wenn man mit dem Traumpartner auch dann zusammenspielen kann. Wie jetzt du, Mario. Ich habe mit Preston Bye sein Turnier gespielt. Also das war auch unfassbar einfach, dieses Erlebnis. Du kennst sie nur aus dem Fernseher. Und dann oder aus YouTube und dann plötzlich steht er da und dann spielt noch Turnier und so, okay, ja. habt ihr ultra viel Spaß. Also das macht natürlich schon Lust. Ja, übel. Viele denken, Jonathan, dass Raonic jetzt kaputt ist. Also dass es nicht so gut für die Zuschauer ist. Aber wenn man dich natürlich auch also zuhört, dann bist du natürlich begeistert von der Sportart. Klar, du bist auch surflastig. Aber was ist deine Meinung dazu? Ist das,
Ja, die Leute sind faul, wollen nicht selbst trainieren, oder du verstehst das auch ein bisschen. Wie siehst du das? Ja, ich hab auch schon viel darüber nachgedacht. Und manchmal denkt man sich schon, okay, ein Spiel gewinnen nur durch Asse ist schon nicht das Wahre. So, das macht eigentlich nicht so viel Sinn, weil, vor allem wenn Zuschauer ein 21 zu, ach, ich weiß nicht, zu 9 zuschauen und das war einfach nur durch Aces. Ich glaube, das ist schon nicht so cool. Es gibt aber auch natürlich Leute, die sagen, die den Sport nicht kennen und die sehen einen Aufschlag, wo der Ball krass abbiegt. Ich denke auch, dass da Leute sagen, wow, das war ein cooler Aufschlag. Der hat sich cool vom Netz weggedreht. Deswegen sehe ich schon Aufschläge, die sehr gut sind, trotzdem noch als sehenswert auch. Aber ich verstehe es auch voll, wenn man sagt, das ist kein Sport, wo man gut zuschauen kann. Vor allem, ja, weil halt nicht oft nicht viel passiert. Also man wartet ja immer auf die Crunch-Time, wo es dann richtig spannend wird. Ich finde, in der Zeit ist es egal, ob da Aces gehauen werden oder nicht. Das ist alles spannend, wenn es so ein 18-18 steht und man spielt bis 21. Oder man ist jetzt am Wochenende haben Bassani Bosotti gegen Krele Christiani bis, ich glaube, 41 haben die gespielt. Ja, Im 38 zu Halbfinale. 40. Ja. Ja, genau. Also das war ein so spannendes Spiel. Und da sind so viele Sachen passiert. Also das fand ich echt. Das war auch mit ein Spiel, wo ich dachte, boah, das ist Roundnet so. Das hat so viel Spaß gemacht zuzuschauen. So viele Emotionen noch dabei gewesen. Aber leider allgemein muss man echt sagen, dass es oft teilweise ein bisschen schwierig ist, da in ein gutes Spiel reinzukommen. Wenig Rallyes oft, weil halt wenig Defense gespielt wird, weil Sideout so gut ist. Serves sind so gut. Leute kommen nicht im Receive hinterher. Obwohl das jetzt bei der Trophy zum Beispiel richtig stark war, wie Leute received haben. Lucas Cristiani ist so gut im Receiven, das ist so krass. Der hat, ich glaube, ich habe den einmal geaced vielleicht oder zweimal. Das so für meine Quote in einem Spiel ist es echt eigentlich wenig oder sehr wenig. Und das war nicht so, okay, Surf Receive kommt langsam hinterher, das ist cool. Aber ja, leider sind Surfs meiner Meinung nach schon zu stark. Angriff ist noch ein bisschen zu stark. Ja, finde ich. Da muss schon eine Änderung vorgenommen werden, glaube ich. Und wenn du jetzt die jungen Spieler, also wie dich selbst anschaust, sagen wir mal die Älteren, also mal mit Älteren meine ich jetzt 25 plus, ist jetzt nicht unbedingt Ja. alt, aber in rounded Jahren, also 30 plus, da gab es auch Boomer Crash natürlich. Wir sind noch, also die alte Generation, wir hatten ja viel Rallyes, das hat auch super viel Spaß gemacht, und dann erst kam Surfball. Aber wenn du jetzt anfängst, oder die jungen Jungs aus Berlin, Marburg, anfangen da, grinden die, also die üben sehr viel Service. Oder was sind dann die Unterschiede, die du zwischen diese zwei Generationen siehst? Weil natürlich, wenn du spürst, dann gegen jemanden, der ist ja ein Mann, der ist ja 30, 28, mache ist auch schon gut gebaut. Und du gehst da als Schüler, okay, 17-jähriges Kind quasi, wie bei einem Fußball, mach mal, laufen die rum, und dann Mbappé auch, hat sehr jung angefangen Ja. und hat dann die Welt erobert. Sozusagen, aber was sind die Unterschiede, was du da siehst, falls da ein paar gibt? Also wenn es rein ums Spielerische hergeht, finde ich, ist es halt oft die Erfahrung, wo ein großer Unterschied ist halt ist. Ich denke mal, wenn ich mich mit dir vergleichen würde, du hast super viel mehr Erfahrung als ich. Rounded gesammelt. Das wird wahrscheinlich so ein großer Unterschied sein. Aber ich finde, das ist aber auch etwas, das gar nicht so viel das Spiel beeinflusst, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel Willy Wonka angucke oder mich selber auch, ich denke, ich habe schon so viel Erfahrung gesammelt, dass ich, wenn ich vor älteren Leuten stehe, dass ich weiß, also ich habe, dass ich weiß, okay, die kann ich schlagen und ich muss nicht eingeschüchtert sein von denen, weil die mehr Erfahrung haben oder so. Weil ich selber bin ja Spieler auf einem guten Niveau und wenn mein Partner auch noch super ist, dann kann man halt auch jeden schlagen. Deswegen würde ich sagen, Erfahrung ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, aber macht nicht krass viel aus im Spiel. Was mir auch oft auffällt, ist,
dass wir jüngeren Leute teilweise halt in der Technik sehr viel machen. Und wenn man sich zum Beispiel, ich habe ja viel mit Philipp König gespielt auch. Bei Philipp König ist es oft sehr viel Ballern und es sieht oft mehr so nach nicht so einer feinen Bewegung aus, wenn er mit seiner Rückhand abschließt. Und ich finde, da sieht man so einen Unterschied zu der jüngeren Generation, weil die Technik, glaube ich, viel schneller und ökonomisch auch lernen. Also, ich weiß nicht, ob du, also ich glaube, verstehst, was ich meine, oder? Also als junges Kind fängt man ja früh an oder es fällt es einem viel leichter, eine Technik zu erlernen und die dann auch sauber auszuführen, als wenn ich mit 30, 25 einen Sport anfange und da versuche, eine saubere Technik zu erlernen. Ich finde, da merkt man auch teilweise bei manchen Leuten Unterschied. Also wenn man sich so Paul Sima, Lukas Eisenträger und natürlich auch viele andere Leute, die schon 25 plus sind, anschaut, die sind natürlich technisch super krass begabt, aber ich finde, die junge Generation ist ja schon nochmal der Älteren oft einen Schritt voraus. Ja, das ist eine sehr interessante Beobachtung und ich stimme dir vollkommen zu. Also, die Jungen, ich habe immer gemocht, gegen Jungen zu spielen. Wusste also, dass die durch diese Feingefühl und schöne Technik und super Flachabschlüsse einfach deutlich mehr Fehler machen werden. Als jetzt, also nach meinem letzten Rückkehr oder in 21 Rückkehr aus Amerika, wo ich dann eine Woche mit Frederick Hinkle zusammen gewohnt habe und Dawson in Michigan. Und da war es, Technik ist zwar schön, aber hau schön drauf. Ja, und mach die drei Schläge und schieß den weg. Und dann, also ich war auch, ich glaube, einer von den, Fabi Klaus sowieso immer, Philipp König war auch einer von denen, immer schön drauf, aber halt mit der Technik. Also man denkt auch, Bumbo ist, Natürlich. ja, du auch noch drauf, aber da ist sehr viel Technik ja da hinten. Ja. Ist halt etwas anderes und du spürst deine Stärke, weil natürlich mit 15 oder mit 20 bist du jetzt nicht so stark, auch körperlich, wie ein 28-Jähriger, der noch ins Fitness geht oder was weiß ich. Und da spürst du einfach das, was du kannst. Der Messi ist auch nicht groß wie der Ibrahimovic. Also jeder nutzt, was man kann. Als Beispiel. Ja, Also. natürlich. Außerdem, wir mussten die Technik der Hardware lernen, weil vorher gab es noch kein How to Round It, als wir angefangen haben. Ich habe auch sehr viel selbst ausgebildet. Jetzt habe ich selber natürlich viele Coaching-Videos gedreht, sind auch in der App und auch schon erklärt, verschiedene Weise. Vielen Leuten die Sachen dann richtig beigebracht, direkt, ob jetzt Flicks und so weiter. Und dann hat man ja schönes und bestes Repertoire, Ja. natürlich. Aber man merkt auch, Fabi Klaß macht ab und zu noch Lefty Backhand, also mit der rechten Hand, krassen Backhand, aber nicht mehr so oft wie vorher. Ja. Ja, sie natürlich krass verbessert, aber es ist halt drin. Und wenn man etwas Altes umlernen muss, dann ist es umso schwerer, als wenn du etwas Neues lernst. Das ist jetzt auch keine Neuigkeit, aber da kommt's, du spürst damit, was du kannst. Deswegen zum Beispiel die Damen mit guter Technik sind besser als viele Männer, bis zum gewissen Level. Ja, auf jeden Weil Fall. da, also da ist der körperliche Unterschied noch nicht so krass als auf dem höchsten Level. Klar, das merkt man. Auch als wir es beobachtet haben, Laura Kunzelmann hat ja im Barcelona Final, in Open gespielt, das erste Mal als die allererste Frau. Mit Paul Sima, der beste Spieler Europas, Round of 32, raus mit der ersten Ja. Möglichkeit. Hat natürlich auch schwere Gegner, die sie kannten. Aber trotzdem Natürlich. ist es natürlich andere Nummer. Das ist ja andere Liga dann auf dem höchsten Ja. Level. Auf jeden Fall. Ist Ja, ja das hätte klar. ich auch Also, gesagt. ja, bitte. Das hätte ich auch gesagt, wenn man sich das höchste Niveau anschaut, zum Beispiel die Top 10 in Deutschland, da wird man jetzt keinen großen Unterschied von der Technik merken, von jung zu alt. Aber wenn man dann ins mittlere Feld geht, in mittleren Ranking, sieht man dann schon einen stärkeren Unterschied, was so Technik angeht. Ich glaube, auf Top-Niveau musst du halt alles gut können und deine Stärken gut nutzen können. Und ich finde, auch wenn ich über Fabi Klaus rede, der hat eine super starke Technik und ich glaube, ich kann auch von ihm noch sehr viel lernen, wenn es ums Ballern geht, aber auch also ich finde, er spielt auch teilweise super, also er kann auch super fein spielen. Also ich habe in der Liga gegen ihn gespielt und der kann ja auch alles. Mit links schließt er auch super ab und das ist echt krass, ja. Fabi hat sich in 2023 richtig krass verbessert. Also Auf jeden 22 Fall. oder so ist top, aber dann hat er noch
oberen Winter auch mit Etienne, mit Resi, das hat er mir auch erzählt in der anderen Podcast-Folge, als er dann trainiert hat. Die hatten dann Schlüssel von der Turnhalle und waren einfach da bis 22:30 teilweise abends. Aber von nichts kommt nichts, sagen wir. Ja, voll. Und wenn du jetzt, wenn wir jetzt über technische Unterschiede also in der Generation sprechen, du bist auch unter 21 Europameister geworden mit den Was für Böhm-Brüdern, genau, mit Matthias, mit Mathis, Entschuldigung, Mathis. Und wie war die Technik dort? Weil ich war ja da, ich habe das Turnier veranstaltet zusammen mit Mini Grounded Community. Und von Ergebnissen war das klar, dass da vielleicht nicht so viel Konkurrenz kommt. Aber wie war diese ganze Erfahrung, Turnier, Leute in deinem Alter da, was natürlich ein bisschen älter, du bist immer in der Regel der Jüngste. Wie war es für dich oder für euch das ganze Vibe? Boah, für mich war das Turnier richtig cool. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich verstehe mich mit Mathis auch sehr gut. Deswegen war das für uns allgemein auch ein super Turnier. Ja, vom Niveau her ist ja leider so gewesen, dass einfach das oder ist auch immer noch so, dass viele noch einfach im Anfang vom Round entstanden. Aber ich fand, man hat bei vielen Jungs halt auch gemerkt, dass die halt sofort auch mit allem anfangen. Also, wir haben gegen kaum Leute gespielt, die keinen Cutserve hatten. Also, oder keinen Reverse. Wir haben gegen einen 15-Jährigen und einen 14-Jährigen, glaube ich, gespielt. Und da hat der eine mich, glaube ich, einmal mit einem Reverse geaced. So, und da dachte ich mir, okay, krass. So, das ist auch bei der jungen Generation. Alle üben zu serven und alle können es auch relativ schnell gut. Wenn ich mir meinen kleinen Bruder angucke, der hat mir den Reverse beigebracht. Also, das ist auch echt krass so. Ja, das Turnier war echt sehr cool. Nur leider halt, das Niveau war zu dem Zeitpunkt noch nicht das allerbeste. Bis zum Viertelfinale und Finale. Bis zum Halbfinale und Finale. Aber sonst richtig starkes Turnier. Hat super viel Spaß gemacht. Waren natürlich auch einige Deutsche, weil in den anderen Ländern hat man nicht so viel Turniert, das und Ja, die genau. Möglichkeit so zu spielen. Und ich glaube, das ist Ja. ja einer von den größten Unterschieden, was Rounded Germany und die deutsche Community einfach richtig gut machen. Ja. Meine, wenn man sich ja Player Zone anschaut, du kannst ja jedes Wochenende zurzeit ein oder zwei Turniere gleichzeitig spielen. Das ist natürlich crazy. Weißt du, wie viele Turniere du gespielt hast insgesamt? In deine Rounded-Karriere bis jetzt? Ich denke mal, ich werde bei irgendwas mit 30 sein, vielleicht. Das könnte Okay. sein. Schreibst du dir das nicht auf? Nein, das ist ja alles in der Player so drin. Ich Ja, könnte aber. aber ITS ist nicht, ich kann dir eine Vorlage schicken von Pages oder von Excel. Ah, Ich das habe ist da cool. immer, ich hab da immer Datum, dann Name, wo das Turnier war, welche Aha. Platzierung von wie vielen Teams, welche Division, mit wem ich gespielt habe und dann auch ein paar Notizen. Okay, was kann Wow, man wie cool. verbessern? Das war richtig cool und das ist ja down the memory lane. Da war es richtig gut. Also, wenn man na im Nachhinein schaut, beziehungsweise auch, okay, wie kann ich mich verbessern? Oh, da war ich jetzt dreimal im Viertelfinale raus. Okay, woran liegt es? Ja, das ist War super das cool. knapp? War Ja. das? Genau. Da Player Zone ist es da, aber wenn du jetzt mehr Turnier auch in Österreich zum Beispiel spielst oder dann ETS, dann ist das nicht mehr in der Player Zone. Ja. Und das ist nur also für mich ist das wie eine Kleinigkeit und dann hast du halt Track Record. Weil auch wenn du über die Erfahrungen sprichst, du hast ja 30 Turniers, nehmen wir an, mehr oder weniger. Und du spielst dann auch gegen jemanden, der hatte ja nur 10 Turniere oder 15 Turniere. Das heißt, du weißt, okay, ich habe mehr Erfahrung, die ist vielleicht älter, aber rounded-technisch bin ich da schon richtig gut unterwegs. Du hast ja schon die Erfahrung und diese Zahlen auch von der Anzahl von Wiederholungen anders und alles, gibt einem einfach mehr Selbstbewusstsein. Auf jeden Fall. Wie wichtig findest du diese U21 EM oder dass man auch Jugend mehr fordern wird? Weil dieses Jahr wissen wir nicht, ob U21 stattfindet. Also da haben wir noch keine Infos von eurer. Weil das natürlich ein richtig krasses Minusgeschäft ist, also für die Vereine, weil da nicht so viele Teams sich anmelden und dann reisen. Ja.
Aber wie wichtig findest du das, dass man da weitermacht? Also wenn der Sport erhalten bleiben soll, dann brauchen wir natürlich nachfolgende Generationen, die den auch erhalten. Das heißt, es ist schon sehr wichtig, dass man noch früh anfängt, die junge Generation zu fördern, denke ich. Und so ein U21 EM, so ein U21 EM ist natürlich eine richtig coole Möglichkeit, um ja, jüngere Leute zu animieren und da zusammenzubringen und gegeneinander zu spielen und und den Wettkampf untereinander zu stärken. Ich denke, das ist schon eine ziemlich wichtige Sache, nur halt leider echt schwer umzusetzen, weil es sind halt U21 Menschen, alle sind noch richtig jung und wenn jetzt ein Turnier in letztes Mal war es ja in München stattfindet, dann müssen die anderen Länder auch erstmal da anreißen. Und das ist, denke ich mal, auch super schwer. Aber allgemein das zu fördern, ist, denke ich, schon wichtig, obwohl es auch ein Studentensport ist. Fällt mir jetzt gerade so auf. Ist ja eigentlich so mehr ein Studentensport gewesen. Ja, auch. Also nicht nur. Ich habe da auch ziemlich Überblick über die Demografik sozusagen. Also bei den ETS sind das schon Ältere, sind in der Regel junge Erwachsene, die schon arbeiten, weil das natürlich Ja, auch das teuer ist. Du musst ja also ganz in Europa rumfliegen. Und dann in Deutschland ist das für Studenten, weil wir natürlich in Deutschland sehr günstige Turniere haben, die sehr viel stimmt. liefern. Wo das gibt es ja nirgendwo anders auf der Welt. Muss man auch ganz klar sagen, weil die Mieten nicht so teuer sind. Der Staat, also die Städte unterstützen also den Sport allgemein. Und ich bin da auch voll bei dir. Meine Organisation heißt Future Rounded, ja, also Zukunft. Ja. Also, dass man die Zukunft fordern will, weil ich persönlich da sehr viel Potenzial natürlich sehe. Und ich weiß als Sportlehrer, dass je früher man anfängt, desto besser. Und es ist auch super Sportart jetzt rounded als Erläuterung zum Fußball oder Basketball oder egal was, weil diese Hand-Auge-Koordination kann man ja immer brauchen. Aber nur das muss ich dir natürlich nicht so groß erzählen. Dann mache ich sogenannte Mansplaining, also immer die Damen gehen mehr drin, ja. Mansplaining gehen. So, ja, okay, so ist das. Jetzt realisiere ich das mittlerweile, ist ja klar. Das ist ja der erste Weg zur Veränderung, würde ich sagen. Aber wie gesagt, unter 21 oder unter 19 kann im Rahmen von einem anderen Turnier sein und stattfinden. Weil hast du da ja auch vielleicht, also du hast ja andere kennengelernt, aber bist du auch noch im Kontakt mit anderen Jungs, gerne aus Spanien oder Belgien? Weil oft, vor allem die, die viel trainieren wollen oder auch in Polen, haben selten gute Gegner. Genauso wie du in deine Nähe und dann reisen die selten natürlich, weil mit 15, 16 kannst du ohne Eltern nicht wirklich weit fahren, noch in dieser Sportart ohne Verein. Bist du da im Kontakt mit mir oder weniger? Also international habe ich eigentlich so gut wie gar keinen Kontakt. Es gibt ja einen Schweden, Max heißt der, oder Mhm. Max. Ja. Mit der schreibt mir immer wieder ziemlich oft. Oder immer, der schreibt mir ziemlich oft. Und mit dem ja, schicke ich ein paar Nachrichten immer wieder mal hin und her. Der hat mir immer wieder mal Slow-Mos geschickt, gefragt, ob ich ihm Tipps geben kann. Ich hatte ihn bei der U21 EM kennengelernt. Ja, also das ist so mein einziger Kontakt, den ich international wirklich habe. Aber sonst verfolge ich schon die jungen Leute, wenn es da welche gibt. Der Max, nee, wie heißt er? Heißt er auch Max aus Polen? Ja, auch Max, Ja, ja. genau. Den verfolge ich auch und der ist ja auch schon, also habe ich gesehen, richtig stark geworden. Also wenn er ein Turnier spielt, ist er da immer mit seinem Partner im Halbfinale, Finale mittlerweile und zockt auf einem richtig guten Niveau. Ich glaube, der spielt immer mit Yannick, wenn ich Ja, mich in erinnere. Warschau spielen die zusammen, ja. Ja, genau. Und ja, da sieht man auf jeden Fall, dass die jungen Leute auch richtig Bock haben. Ich habe heute auch einen aus Asien gesehen, glaube ich, der auch irgendwo in einem Finale stand und den Leuten da Reverses um die Ohren gehauen hat, die der auf Insta gepostet hat. Das war auch, also das war echt cool zu sehen. Und ich denke, das wird immer mehr. Ja.
Ich freue mich auf Das ist, weitere Kontakte. ja, das ist natürlich ein gutes Zeichen, dass junge Menschen Bock drauf haben und das auch als Hauptsportart dann wahrnehmen. Und ich meine, du nimmst das sehr professionell wahr und das finde ich gut, weil sonst kann sich da ja nichts verbessern. Sonst werden die Leute auch nicht besser und die Sportart Ja. würde dann stagnieren, wenn man da immer nur die gleichen Menschen hat, die sich halt nicht verbessern und nicht verbessern wollen, was natürlich auch in Ordnung ist. Wir haben dafür ja mehr Divisions. Da kann man in Advanced Contender spielen, wenn man jetzt nicht viel trainieren mag. Aber so ist es. Du hast mir ja erzählt, ich will jetzt auch nicht mehr so lange hier reden, weil du, ich glaube, musst in die Schule morgen, oder? Ja. Und nicht in die Arbeit. Geil. Als du in München warst, haben wir dann kurz gesprochen. Da haben wir uns das erste Mal auch gesehen. Gesagt, ja, du willst ja die U21 eigentlich irgendwann mit deinem Bruder gewinnen. Das ist auch noch euer Ziel. Auf jeden Fall. Wenn dieses Jahr Das eine zustande kommt und Niki Schulter fein ist, dann werden wir das zusammen spielen und versuchen, das zu gewinnen. ja, sehr gut. Und mein Bruder-Kombo sind immer gut. Da bin ich immer neidisch. Ich habe Schwester, die ist natürlich auch ein bisschen sportlich, aber Ja. nicht im Braunet, der hat Handball gespielt, aber das wird da nichts. Also, es wäre natürlich auch cool, wenn man natürlich mit coolen Leuten, also mit Leuten, die man liebt, Familie ist, diese Freude teilen kann. Jonathan, Auf jeden Fall. wo können dich Leute finden? Also auf Instagram, YouTube, also was sind da deine Links? Ja, also ich habe auf Insta einen Kanal, einen Roundnet-Kanal, Account, managed, einen Roundnet-Account. Da heißt es Jonathan-Roundnet. Und auf YouTube habe ich auch einen Kanal. Da lade ich seit ja nicht so langer Zeit auch ein paar Videos immer wieder hoch, Highlight-Videos. Ich habe gestern eins hochgeladen erst oder vorgestern. Genau, ich glaube, da heißt ich einfach Jonathan Harder, glaube ich. Ja, da sollte ich auch zu finden sein. Also, wenn man mir auf Insta folgt, da verlinke ich eigentlich auch immer oder packe ich auch immer alle meine Highlight-Videos in die Story und verlinke die, sodass man da auch Zugang zu hat. Und ja, wäre Jetzt cool, musst du wenn ihr aufpassen. da mal folgt. Jetzt musst du aufpassen, dass dir nicht zu viele Menschen dann die Highlight, also die Slow-Mo-Videos von Reverse und von Cut dann schicken werden. Da kannst du anfangen, mit uns zusammenzuarbeiten als Roundnet-Coaches. Kann die dann aufnehmen. Da kann man auch ein bisschen Geld zurückholen. Na, warum denn nicht? Man gibt natürlich sehr viel umsonst und sehr gerne. Aber irgendwann, um das nachhaltig zu haben oder zu bleiben, muss ja auch Geld reinkommen. Hast du schon dich da, also vielleicht so letztes Bereich, da informiert oder schlau gemacht, okay, könntest du Geld mit Roundnet bekommen, verdienen, ist er, ob ihr Sponsoren und da ein bisschen erkündigt oder noch nicht ganz? Also ich habe mich noch nicht viel geforscht sozusagen, noch so viel nachgeschaut, weil ich ETS spielen möchte, also die European Tour Soft spielen möchte, habe ich mal immer wieder mit ein paar Leuten geredet, wie das so mit deren Sponsoring ist. Also zum Beispiel habe ich mit Paul Siemer, mit Lukas Eisenträger geredet, und gefragt, wie das bei denen so ist und selber auch mal ein paar Anfragen geschickt an ja, Firmen bisher Absagen bekommen, aber da muss man einfach dranbleiben, denke ich mal, und weiter nachfragen. Aber sonst, wie man sonst Geld verdienen kann, richtig nicht. Ich denke, so die erste Möglichkeit wäre halt, auf dem Podium zu stehen bei einem Turnier und dann ein Preisgeld zu bekommen. Aber das ist ja im Moment noch nicht so krass verbreitet und auch nicht so groß, dass man da ein riesiges Preisgeld bekommt, wenn man das Turnier gewinnt. Jetzt bei den ICS kommt es ja langsam rein, dass man da Geld bekommt. Das finde ich auch mega cool. Ist auch nochmal ein anderer Ansporn. Also, ich fände, wenn man im Voraus weiß, okay, hier gibt es ein Preisgeld zu gewinnen, dann wird jeder da nochmal mit einem anderen Mindset, mit einem anderen Willen reingehen, das zu gewinnen. Und ich denke, da entsteht auch nochmal ein guter Wettkampf. Ja, aber sonst richtig erkundigt habe ich mich noch nicht wirklich, was man da machen kann. Viele machen ja jetzt auch Coaching über Instagram. Über Scott Beeks macht ja über Patreon oder wie das heißt. Patreon, ja.
Das wären sind so die Möglichkeiten, die ich kenne. Ja, aber du willst ja nicht der Coach oder Trainer sein, du willst ja im Endeffekt, du willst ja Spieler sein, primär. Ja, Du willst auf spielen. jeden Fall. Ja. Und das ist natürlich immer die Problematik, damit habe ich auch öfters gekämpft. Eigentlich will ich nur spielen, aber ich weiß, ohne Coaching oder Coaching von meinen Leuten, meinen Mitspielern, wird das halt nichts, weil ich kann mich ja da nicht verbessern. Aber damit es Ja. ja keine Turniere gibt, auf denen man spielen kann, da muss ich die auch organisieren. Da gibt es jetzt kein Trainingslager, wo ich trainieren möchte oder kann, dann muss ich die auch organisieren und da bin ich mehr bei organisieren als spielen und das war quasi Story of my life, also der, vom Leben. Und jetzt sind wir hier, spiele auch und Podcaste, passt. Echt krasses Commitment, was du hast, ey. Das frage ich mich immer wieder, wie du so große Dinge auf die Beine stellst. Also ich staune da immer wieder über dieses Mallorca Open auch. Ist ja immer so ein, also diese Mallorca Trainingswochen, sind ja immer so Riesenveranstaltungen, die man da plant und aufstellt. Ich finde das echt, also Riesenrespekt davor. So Leute braucht man doch echt im Round, ne? Das ist echt krass. Danke. Haben die Jungs und Mädels etwas berichtet? Weil ich sehe da immer auch, also die, die bei uns bei Trainingswoche waren, ich schaue natürlich, verfolge auch mit den Ja. Trainern die Leute, die sich verbessern. Was haben die so erzählt? Ja, ich habe mit Christiani geredet und die meinten halt, dass sie super viele Drills gemacht haben, jeden Tag und Workshops gehabt haben. Also, und die haben erzählt, dass es richtig cool war. Also, die Drills zu machen jeden Tag. Ich denke mal, auch einfach mit Leuten auf gleichem Niveau trainieren zu können, das ist richtig cool. Und wo sich dann einfach so viele Europäer versammeln. Richtig stark. Also die haben da echt hohe Töne von gesprochen. Ja. Und von dem Turnier Ja. natürlich. War ein bisschen schade mit dem Wind, habe ich gehört. Und auch im Stream gesehen. Teilweise, dass es da, das Spiel sich leider echt krass, dass man da eine krasse Umstellung hatte. Aber sonst alle fanden es super stark, mit denen ich geredet hatte. Das war zum Beispiel eine sehr coole, ja, also auch Beobachtung kann man sagen. Ich war selbst am Samstag nicht da, also ich lag flach im Bett, völlig Oh. krank. Das war ein bisschen suboptimal, aber da wir gutes Team haben, das war dann auch ohne Probleme. Aber was mir die Leute berichtet haben, war, ja, mit dem Wind musste man schon das Setting anpassen und Auf jeden sehr Fall. viele Fehler gab es bei den Contender-Spielern. Und die meinten auch zu mir, ja, wir haben dann die Pros beobachtet und so, die hatten an sich nicht wirklich Schwierigkeiten damit. Und ich so, ja, wie meinst du das? Weil natürlich, wenn du die Skills hast, wir spielen ja mit den Sets auf dem höchsten Level. Du Ja. platzierst die auch, spielst die Höhe, schaust, wo Defense ist. Aber wenn du jetzt bei Contender Advanced noch nicht die Skills hast, die Fundamentals wieder, da sind wir wieder, Ballkontrolle und Übung, dann bist du froh, wenn dein Set Richtung Netz geht und schaust nicht wirklich auf die Höhe. Ja. Also, ich bin there, done that. Und das ist natürlich dann auch, also schon ein Vergleich. Oh, da will ich mal hin, oh, ich kann über diese Setten auch nachdenken und schaue, was dann passiert, dass man diese Ja. Unterschiede ins, also in Skills hat. Aber es freut mich, wir hatten ja 20 verschiedene Länder in diesen 12 Tagen dort. Also Ja. auch Mädels aus Taiwan, die in Madrid Austausch macht gerade. Also es war natürlich schon für mich das auch immer ein bisschen, also da bin ich humbled, weil wenn 6 oder 8 Amerikaner kommen auf eigene Kosten, weil in manchen Medien wurde gesagt, ich zahle den Leuten, was auch nicht stimmt. Die kommen extra für sich selbst. Klar, wenn man ja etwas macht, also wenn ich hat gekostet, dann wird er bezahlt, das ist ja klar. Und ich helfe da so gut, wie ich kann, auch mit extra Sachen. Dann muss das etwas heißen. Und das ist natürlich cool, dass man in so einer immer noch sehr kleinen Sportart, dem Nischsport, was wir auch zum Sport machen wollen, das ist auch eine von meinen großen Zielen, das ist ein bisschen alles zu professionalisieren und den Leuten, auch den Spielern Geld auszuzahlen, das habe ich natürlich auch schon öfters gemacht bei den Future Athletes und solchen Geschichten. Dann kann auch etwas werden, aber wir brauchen Leute auf dem Platz, wir brauchen Leute wie dich, die halt 2, 3, 4 Stunden am Tag grinden und dann spricht man sogar in Amerika über die, schau mal, das 17-Jährige, was der da für Sachen raushaut. Und dann die anderen, ja, der braucht Gurkenwasser. Das ist dann.
Das ist natürlich dann immer lustig. Und ich bin mal sehr gespannt, dann also, was mit deinem Jahr, ich sage jetzt nicht mit deiner Karriere, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns öfters sehen werden, auch in diesem Medium. Wünsche dir dann viel, viel Erfolg, vor allem deutsche Nationalmannschaft wird nicht einfach. Jeden Da Fall. sind Vielen paar gute Leute, also Ja. gute Teams vor allem. Magst du dann noch Hot-Takes geben, was für dich so die Top 3, 4 sind in Deutschland gerade, auch für Nazio? Fürs Nazi-Team habe ich safe drinne Eisenträger Sima, Kehle Christiani, wenn die zusammen spielen, und Willy Wonka. Das waren für mich die Teams, die auf jeden Fall drin sind. Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich hätte dann noch Rainbow Warriors, wenn Ja, die dranbleiben. stimmt. Ja, Rainbow Warriors auf jeden Fall. Ja. Und dann kommt Jonathan. Ah, ja, da ist nicht so viel Platz übrig, ja. Es wird ein Kampf. Aber ja, ist doch in jede Nation, wo wärst du ja Stammspieler und so weiter. In Deutschland passt man da vielleicht nicht mal rein. Also Ja. Wahnsinn, was die Breite, was man in Deutschland hat, was Ronald German und die Kimmies aufgebaut haben. Chapeau. Für die war es sehr viele Leute im Hintergrund, die da arbeiten. Also ist echt Super der krass. Wahnsinn. Ja. Ist der echt der Wahnsinn. Ja, dann. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Also, ich glaube, es hat uns Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Richtig cool, Mann. Also, bei der Folge Jonathan Harder auf Instagram und YouTube. Wir verlinken das dann noch bei einem Podcast. Wir sind auch auf Spotify. Genau. Ich schicke das meinen ehemaligen Schülern, die sollen sich Mühe geben und grinden, nicht Ausreden suchen. Dann werde ich die auch mal interviewen. Sehr Und cool. ich sage ja, einfach Attacke, mach's gut und viel, viel Erfolg und wir sehen uns bald. Dankeschön. Ciao, ciao. Future Roundnet.